Hallo, meine Damen und Herren, und willkommen zu Uniliga CSGO. Höschen hoch, Gürtel schnallen, die Flashbangs knallen. Macht euch bereit für eine super Runde. Wow. Dankeschön, das hast du super einstudiert. Herzlich willkommen zum heutigen Spiel. ERC eSports gegen Osnabrück. Man darf gespannt sein, wir befinden uns gerade schon im Map-Vote. Mal gucken, was heute Abend gespielt wird. Minus Train. Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich ganz besonders heute, den Cast vorstellen zu dürfen. Das wäre dann einmal der gute Herr Bubbles. Dankeschön. Und der gute, wie möchte er genannt werden? Tommy ist gut. Tommy. Der gute Hallo. Tommy, der gestern noch selber tätig war und heute mit seinem Insiderwissen hausieren geht und hoffentlich zu einem gelingendes Streams beitragen wird. Ja, ich kann jetzt schon mal direkt die Map-Bans analysieren, denn wie scheint, hat sich das Team Osnabrück direkt in eine Falle rein katapultieren lassen. Die Main-Maps sind gone. Overpass und Inferno werden wir beide nicht sehen. Inferno. Mirage, Nuke und Vertigo drin. Also, wir werden auf jeden Fall eine Map sehen, die kaum geprackt wurde. Also, Mirage könnte man sagen, ja. Beherrscht ihr ganz aber Vertigo auch ein bisschen, falls Nuke gespielt werden sollte, denke ich, seid ihr etwas lost, oder? Auf Nuke haben wir tatsächlich auch geprackt. Nuke war vor zwei Matches, glaube ich, unser Ausweichpick, den wir offen lassen wollten, und dafür haben wir sicherheitshalber in petto ein, zwei Strats. Wir haben also die Basics auf Nuke auch durchgegangen. Allerdings war das noch mit einem anderen Roster. Also ich glaube, aus dem Roster, mit dem wir das getrainiert haben, sind jetzt nur drei dabei. Jules, Flashy und Klausi Deluxe. Das heißt, es ist also mehr oder weniger fragwürdig, ob man das spielen wollen würde. Ich glaube, das geht eher auf Vertigo hinaus. Da hatten wir zumindest vier Leute aus dem aktuellen Team drin. Nach der letzten Niederlage auf Mirage gegen die Hafensänger, vielleicht auch mit einem Fadenbeigeschmack, dass jetzt wieder hier Mirage gespielt werden muss. Ich hoffe, das steckt nicht mehr in den Köpfen der Osnabrücker. Oh, doch sicherlich. Nein, natürlich nicht. Also die sind willensstark wie sonst was. Die haben sich Mirage danach natürlich bestimmt jeder pro Person nochmal 10 Stunden angeguckt. Und sind jetzt ready mit neuen, frischen Ideen, die Gegner fertig zu machen. Ja, und man sieht, es dauert ja auch ein wenig länger. Man scheint sich also nicht ganz einig zu sein. Ich wette, es wird gerade geschrien im TS. Aber dafür, was ist denn schiefgelaufen? Wer hat denn was gebannt? Klausi, also der gute Jan, war heute der Bannmaster. Es ist nicht so gut gelaufen. Man weiß nicht, was da zuerst rausgevotet wurde. Das können wir uns jetzt gleich mal anschauen. Da haben wir die Info, und zwar Osnabrück removed Train. ERC eSports schmeißt Overpass raus. Osnabrück schmeißt das 2 raus. Was sagst du dazu? Ja, ja. Das, also es sind relative Standard-Bans von Osnabrück hier. Allerdings scheint ERC eSports absolut gegengebannt zu haben. Genau, so sieht's aus. Als erste Map von ERC Overpass, als zweite Map Inferno weggebannt. Ich denke, da wurde gestern mal kurz in den Stream reingeschaut, um zu sehen, wie da drüber gefahren wurde. Ja. Da hat man sich dann bei Osnabrück für Mirage entschieden, auf der man vor 2 Wochen? Es dürfte vor 2 Wochen gewesen sein. Vor 2 Wochen bitter verloren hat. Und ERC hat sich dann für Vertigo entschieden. Eine Map, die nicht bekannt ist bei euch, wurde auch schon gespielt. Ja, da darf man überrascht sein, was da kommt. Ich habe leider nicht die Stats da, aber ich würde mich mal, es würde mich interessieren, was ERC eSports sonst so gespielt hat oder ob sie jetzt tatsächlich Map-Picks für sich gepickt haben oder einfach nur gegen Osnabrück und hoffen, dass sie dann in der Planlosigkeit besser fraggen können. Ja, aus dem kontrollierten Chaos heraus. Also Elo-mäßig müssen wir auf jeden Fall sagen, Osnabrück klar im Vorteil. Sollte das hier ein offizielles Face-Match gewesen sein, dann hätte Osnabrück lediglich plus 6 Elo machen können und hätte minus 44 verloren. Plus 350 Differenz. Schon ordentlich. Ja, ist ein bisschen ein paar Pünktchen. Also ich sehe das hier tatsächlich ein bisschen anders. Osnabrück würde 16 Elo gewinnen und ERC eSports 34 verlieren. Hast du Faceit aktualisiert? Es gibt ja ein neues Matchmaking-System. Ich weiß nicht, ob das im Client integriert ist. Also ich bin gerade im Browser. Das bin ich allerdings auch.
Ja gut, dann weiß ich tatsächlich nicht, woran es liegen könnte. Das ist merkwürdig. Aktualisiere nochmal für die Fans. Aber vielleicht sind die, vielleicht sind die, ist das Matchup bei denen nicht richtig aktuell. Vielleicht bin ich da noch drin. Ah, Tobi. Jetzt sehe ich es genauso, genau. Sein, ja. Plus 16, minus 34. Es sind trotzdem leichte Vorteile auf Seiten der Osnabrücker. So ist es. Das lässt sich auf jeden Fall nicht abstreiten. Ja, haben wir Serverdaten? Ja, ich habe Serverdaten. Hast du schon bekommen? Ja, also ich bin würde in der begrüßen, Lobby drin. Teilen würdest. Ja, kann ich dir die, Lenny, kann ich dir die auf. Die kannst du schicken, ich gehe dann kurz in Pause, Screen und Connect in der Zeit. Alles klar. Aber du musst noch plus 1 hinten dranhängen, ja? Ja, selbstverständlich. Und der liebe Andi. Einmal schicken. Auch noch plus 1 hinten dran. Also Ed, einfach so jetzt, das reicht ja. Ed hat es mir plus sogar schon mit der plus 1 geschickt. Perfekt. Plus 1 drauf. Also oh. Die 8. So, ich gehe mal einmal ganz kurz in den Pause-Screen. Connect auf den Server, sorgt dafür, dass die Konsole wieder clear ist. Und dann sehen wir uns in ungefähr 15 bis 20 Sekunden wieder. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir schon wieder. Wir gehen rein in den Server, gucken uns jetzt hier das Warm-up an, warten, ja, bis alle Spieler connected sind. Recherchieren wir nochmal im Gegner-Team, was sich da so bummelt. Da hätten wir auf jeden Fall mal den guten Hermann Stahl. Latex, Harry, Martin187. Über seinen Musikgeschmack lässt sich da definitiv. Der fünfte im Bunde ist. Wir werden es gleich sehen. Connected. Ey, ja, macht ja mal eben ganz kurz den Cast. Ich werde in der Zeit mal eben schnell zu Ende essen. Ihr könnt so ein bisschen die Profile durchschauen und guck mal, was so ein bisschen im 2 gegen 2 passiert hier im Warm-up. Ja, es wäre spannend zu erfahren, an welchem Standort sich die Universität befindet. Also wir haben im Internet recherchiert und haben herausgefunden, dass RC wohl für Rhein A Campus steht, der sich in Remagen befindet, aber gleichzeitig auch Koblenz sein könnte oder ein Teil von Koblenz. Rhein A Campus steht bei mir als Hochschule Koblenz auf Maps. Genau. Sollten da Remagen, vielleicht irgendwelche, Remagen, ja, irgendwelche Fans anwesend sein, die das wissen, gerne mal kurz in den Chat schreiben und uns sagen, um welche Uni es sich handelt. Dürfte aber sich um eine sehr kleine Universität handeln. Ja. Und daher auch kein großes Spektrum an CSGO-Künstlern, würde ich mal ausgehen. Nee, davon gehe ich auch aus. Wobei man auch ähnliche Probleme ja zu Anfang an der Universität Osnabrück hatte. Ich habe RC eSports vorher noch nicht gehört, auch nicht im Kontext der Uniliga. Könnte also sein, dass sich dieses Team erst neu gegründet hat oder erst seit 2 Jahren dabei ist. Ja. Ich schau mal eben in den Wildcard-Turnier der letzten Woche. Ja, gerne.
bist du fündig geworden, Thomas? In den Wildcard-Turnieren der letzten drei Saisons nicht, allerdings in der zweiten Liga der letzten Saison waren sie auf jeden Fall mit dabei. Also müssen sie sich davor wahrscheinlich. Ja, also kein komplett unbeschriebenes Blatt. Ja. Zumindest. Wie haben sie sich da geschlagen in der letzten Saison? Ja, schau ich mal nach. Böhm, RAC Esports. Schwierig. Ich finde sie gerade nicht mehr. Natürlich. Unter den Teilnehmern stehen sie drin, aber in der Gruppenphase sind sie nicht verzweifelt. Ja, wir haben sie auch alles gedodged. Ne, hier sind die Spieler. Wenn man es mal anschauen muss. Gar nicht mal so schlecht. Ich sehe einen Lose. Ein Lose, 7 Wins und 3 Unentschieden sehe ich hier. Das kann sich durchaus sehen lassen. Ist das dann mit dem gleichen Lineup? Du stellst Fragen. Da hätte man sich vorher drüber informieren können. Bei Erz, Hermann X the Graceless, Hermann Stahl, Martin, Harry Kane, Minus, Rua und Only YOLO. Ja, also teilweise sind es die Spieler, die heute auch auf dem Server sind. Na gut, also nicht vollkommen neu tatsächlich. Nee. Sind also auch erfahrene Haudegen dabei. Wir heute versuchen, den Osnabrückern das Leben schwer zu machen. Und sie womöglich nach dem heutigen Abend von der Tabellenspitze pegeln wollen. Selber können sie das nicht. Sie sind ungefähr im Mittelfeld angesiedelt. Hier sehe ich auch, warum die so viele Wins hatten. In der letzten Saison scheinen die aus der dritten Liga aufgestiegen zu sein. So wie wir mit Osnabrück. Okay, ja. Ja. Na gut, also. Ja, hat man sich jetzt hochkämpfen können. Ist aktuell im Mittelfeld angesiedelt, der Gruppe 2 der zweiten Division der Uniliga. Man befindet sich aktuell auf dem 5. Platz, hat aber auch erst 5 Partien gespielt. Eine lediglich gewonnen, 3 Draws kann man verzeichnen, auch eine Niederlage hat man bereits einstecken müssen. Also man konnte sich immerhin wehren und hat in 3 Spielen ein 1-1 rausholen können. Mit einem Sieg heute könnte man auf jeden Fall nochmal nach oben schielen. Wäre also extrem wichtig für RAC Esports, heute das A-Game abzurufen. Gleichzeitig haben die Osnabrücker da natürlich was gegen. Ja, die Osnabrücker haben nämlich tatsächlich noch eine Chance jetzt, wenn sie die nächsten 2 Matches äußerst gut spielen, haben sie noch eine Chance auf den 1. Platz und damit eine vorteilhafte Startposition in den Ja, wäre natürlich enorm wichtig. So, und los da geht's auch schon los. Man würde auch mit einem anderen Selbstverständnis in die Playoff-Runde einziehen. So, was mich jetzt auch noch mal kurz interessieren würde, Statement vom Holt hier, Thomas, zu den Knife Rounds, die Osnabrück spielt. Ja. Da sieht man ja die ein oder andere Niederlage. Nein, also da hast du ganz falsche Daten tatsächlich. In dieser Saison sind wir äußerst überdurchschnittlich in den Knife Rounds und genau in der Sekunde, wie ich das sage. Jules? Sind Jules ein Klatsch hier? Da wird das Messer noch mal kurz presented. Ist kein allzu schönes, muss ich sagen. Ja. Nein. Da gefällt mir das Flip Knife Rust Code deutlich besser. Ja. Und da ist der Klatsch. Und genau das meine ich. Wir haben nämlich diese Saison sehr starke Knife-Runden gekauft. Ja, das muss man sagen. Man hat die Defizite erkannt. Vor allen Dingen vor dem Spiel. Flattern bei einigen die Nerven schnell. Nicht so bei Jules, der das hier eisekalt für sich entscheiden konnte. Ja, ich denke mal, ihr wolltet eh CT starten. Generell das meiste ist ein Coinflip bei uns. Ja. Aber CT ist schon leichter auf Maps, die wir nicht so lieben können. Und dazu muss man sagen, zählt Mirage definitiv. Good luck, have fun! Wir können hier im All-Chat nochmal ja. Die engelsgleiche Stimme vom lieben Friend. Er ist auch gleichzeitig der Team-Captain. Den haben wir gestern leider nicht gesehen, hat sich in den letzten Wochen ein bisschen rausgenommen aus dem Team.
Ja, hat sich so ein bisschen zurückgezogen und sich auf seine Arbeit konzentriert. Aber ist auch sehr beschäftigt im Hintergrund, Konzernverträge abzuschließen. Ja, er ist Kapitalist durch und durch. Geht jetzt hier nochmal seinem Hobby nach. Ja, man sieht, dass die Ds sich auf ein Argo vorbereiten, aber erst nochmal ein bisschen hier abgammeln an der Rampe. Eine Smoke, eine Flash vorhanden. Da schaut man mal, was gesmoked wird. Ich denke mal, da soll die Smoke Richtung Jungle kommen. Ja, vermute ich auch. Naja, das sieht nach CT aus. Fliegen. Und Martin hat eine Flash parat an Freddy. Ja, für einen kurzen Moment blind machen. Das ist aber egal. Er holt den ersten raus. Hermann kriegt den Trade aber, sodass man jetzt auf die Side gehen kann. Nikita im Connector für den Retake und Flash hier mit einer guten Position. Das war gut gespielt. Die Bombe wurde aber schon gelegt. Es gibt aber auch ein Kit auf CT und die Frags fallen gerade gut Richtung CT. Harry steht unter Holz, wird rausgenommen. Jetzt ist es Martin im Klatsch im 1 gegen 3. Den hat man noch nicht auf dem Schirm, jetzt aber schon. Er ist bekannt und Jules macht das, ganz wo er in der Pistolrunde mit aufgehört hat, die Runde für sich zu entscheiden. Ach, 3 Kills für Flashy, die er da holen konnte, aus CT raus. Gut hat man gespielt. Nicht auf dem Schirm gehabt. Ist natürlich dann bei der Smoke auch ziemlich schwierig für die T's da. Und da müsste man jetzt mal auf den Ball gucken. Wir sind 4 Galils, eine MAC-10 auf der T-Seite. Ja, das ist ein aggressiver Gegenkauf. Quasi null Utility, das wird schwierig. Aber Jules kriegt viel Information, weiß, dass mindestens 3 Leute in der Mitte zu finden sind. Und Hermann verkackt hier sowas. Oh, und da kommt die Windows-Smoke gar nicht. Flashy hat auch wieder Informationen, dass unterhalb des Connectors. Ah, da wird auf jeden Fall gecallt, dass man sich Window boosten kann. Das soll jetzt auch passieren. Ja, der hat es auf dem Schirm. Verliert ein paar Hitpoints. Lousy Close in den Apps mit der Mac 7, den haben wir gestern auch schon close gesehen, auf Overpass. Ja, das scheint so sein Spiel zu sein. Jules hier mit einem schönen Headshot, wird selber auch gedingt. Aber solange kein Refrag kommt, alles im grünen Bereich. Jetzt sind nur noch Hermann S. und Startex letzten Verbliebenen. Auch da weiß man, dass sie sich in der Mitte befinden. Deshalb auch diese Nate von Friend Richtung Connector. Fehlte dann, nachdem man die Mitte-Kontrolle geholt hat, auch so ein bisschen die Utility, um was draus zu machen. Man weiß natürlich, dass da die Mitte angespielt wurde. Ja, das sind dann auch einfach nur einfache Frags. Am Anfang der Runde hat schon ziemlich viel aufgemacht. Der Flash hat gerade seine M4 weggeschmissen, oder? Gegen die Galil. Ja. Ja, das ist ein interessanter Move. Vielleicht hat er gedacht, das sei eine AK. Auch ein komischer Ball von den Gegnern, also tatsächlich ohne Util Mitte einzunehmen. Ist natürlich schwierig. Ja. Aber jetzt holen sie einfach mal einen B-Apps Rush. Gehen ohne Gnade durch. Steppen auch nonstop. Nikita hat aber was dagegen. Nimmt 2 raus. Fackelt einen noch ab. Und ja, Hermann S. ist der Einzige, der noch was retten hätte können. Schnelle Runde. Ja, fraglich ist natürlich, ob man in der Runde davor nicht vielleicht doch ein bisschen Utility hätte kaufen sollen mit eventuell einer Deagle P250 und einem kleinen Kevlar dazu. Und statt 4 Galils mit einem kleinen Kevlar ohne Utility. Ja. Hinterher ist man aber immer schlauer. Und man versucht wieder ein bisschen Mitte-Kontrolle jetzt aufzunehmen. Jules ist an der AWP. Und nimmt den Harry durch die Smoke. Ich glaube, der hat jetzt schon keine Lust mehr. Ja, das sind aber genau die Fracks, die also wir sehen wollen. Man kann doch nicht 2 Runden hintereinander die Smoke ins Window verkacken. Ich glaube, das sind ganz, ganz starke Schwächezeichen hier vom RAC eSports. Ja, zumal gibt es auch eine ganz einfache Smoke, die man von dort aus mit Fixpunkt werfen kann. Und dafür braucht es keine großartigen Tutorials. Richtig, jetzt wahrscheinlich der Wechsel von Friend. Aber auch die Smoke von Friend ist fragwürdig. Ja, der wird, denke ich, heute noch das ein oder andere Mal mit der Smoke in der Hand pieken. Sollte das passieren, werde ich das Ganze mit einem Wodka-Shot für mich bestrafen. Da bekommt The Smoke Criminal eine ganz andere Bedeutung. Leider ja. Zartek spottet Klausi, bevor er getötet wird. Er versucht hier an B ein bisschen zu delayen. Während die beiden anderen T's in der Mitte aktuell unterwegs sind.
Aber vielleicht hat er die Mitte verlassen. Oh, da ist man aber auch CT durch. Das muss eventuell gefolgt sein. Kriegt aber rechtzeitig noch den Shot hin. Ja. Jules wurde hier angeschossen von Madin und wird geflasht. Oh, gibt ihn gar nicht. Und da sind wir auch im 4 gegen 1. Die Bombe ist gefallen. Latex nimmt noch mal einen raus. Aber ja, Flashy hat hier eine gute Position, um den Refrag zu setzen. Schönes Timing. Die vierte Runde geht an die Osnabrücker, die jetzt auch schon unheimlich viel Kohle haben, weil sie einfach auch kaum gestorben sind bisher. Fünfte Runde und im Gegnerteam haben sich bereits jetzt Kommunikationsprobleme offen. Ja, es gab nur zwei AKs Pullbite, der Rest der Bande tot. Satex springt alleine aus Rampe raus, macht tatsächlich den ersten Frag auf Rend und hat jetzt die ganze A-Side fast secured. Die Rotation kommt ein bisschen spät, aber die T sind auch schon stehen geblieben auf Tetris und trauen sich nicht ganz die Zeit einzunehmen. Klausi Lux kommt CT vor, Face. Den S gespottet. Martin hat das nicht auf dem Schirm gehabt. Ich hätte gedacht, er würde wissen, wo das ist. Und Klausi mit einer schönen Nade. Boah, stark. Er zu spät kommt. Stark. Ja, da ist aber auch fraglich, was die T's in dem Moment gemacht haben. Man hatte keine Utility, um CT abzusmoken. Man stand nicht def. Es wurde nichts abgezielt. Martin onside pickt da irgendwie die M4, spielt in die Box rein. Ja, hier passieren merkwürdige Dinge. Jetzt hat man ein Doppel-AWP-Setup, während eine Person nur an der Galil ist und auch wieder kaum Utility, außer an drei Spielern. Ja, und Satex, gut die AK. Und Jules hier mit einem schönen Entry. Ja, das ist eine Sache, die wir wahrscheinlich im Game häufiger sehen werden. Jules mit einer sehr, sehr guten AWP. Er wechselt oft die Position. Ja. Da aber weiß man nie, wo man reinpicken kann. Er wird bestraft, ja. Ja, war die, aber man hat extrem viel Kontrolle schon. Oh, das ist vielleicht Nikita wird schlecht reingeflasht, leider. Wurde er gerade geleckshottet? Ja, er hat einen HP noch. Ja, ja im 4 zu 4 jetzt. Und da steht vielleicht auch ein bisschen off guard, weil Flashy nicht das Apartment covert. Aber kann den Refrag aber holen. Aber in der Runde, ich habe das Gefühl, die CTs wurden zu schnell, zu übermütig und die TS haben einfach gedacht, jetzt machen wir mal die Bremse rein, aim up und Jules scheint schnell analysiert worden zu sein, dass er gerne aggressiv ist. Oh, schöner Shot von Hermann S. Das darf eigentlich nicht passieren. Jetzt ist es nur noch an Nikita, diese Runde irgendwie noch für die Osnabrücker zu holen. Aber das wird er nicht schaffen. Der Wadi kann sich für diesen Shot feiern lassen und damit haben wir da haben wir die RC E-Sportler, die jetzt auf das Scoreboard gekommen sind. Schnell abwischen das Scoreboard und weiter geht's in der siebten Runde. Ja, ja man kann wieder nur schlecht kaufen, aber anscheinend scheint man mit der Galil auch durchaus lieb zu äugeln. Auf der CD-Seite habe es auch schon ein bisschen mit Utility. Zwei Spieler sind nicht full und Frend auch nur auf einer vom Mass. Hätte man vielleicht auch legen können, wenn ich ehrlich bin. Wenn Nikita und Flashy beide noch sehr, sehr viel Kohle haben. Aber das würde alles keine Rolle spielen, wenn man diese Runde einfach für sich entscheiden würde. Base spielen diese Runde nicht sehr aggressiv. Versuchen jetzt Mitte einzunehmen durch eine Popflash. Harry steht sehr passiv noch im Apartment. Jemanden dazu erwischen, der irgendwie vielleicht ungeduldig wird und reinpusht. Und diese Runde haben die CTs einen richtigen 180 in ihrer Strategie durchgeführt. Es wird jetzt nur noch defensiv abgehalten. Oh, die Nate schmeckt. Schöne Nate hier von Sven. Jules hat keinen Bock mehr irgendwo reinzuspringen. Und es scheint ja auch zu funktionieren. Die T's sind wieder verwirrt, aimen wieder langsam ab und verschwenden gerade ganz schön viel Zeit in dieser Runde. Auf 40 Sekunden jetzt und es ist noch kein nennenswerter Fortschritt passiert. Also Mitte höchstens ein bisschen vorgearbeitet. Ja, man hat aber auch nur noch eine Smoke auf Seiten der CTs. Um einen möglichen Push zu delayen. Aber bei 30 Sekunden ist das, glaube ich, durchaus gut. Jetzt liegt die Smoke im Window endlich mal. Aber Flashy im schönen Winkel. Nimmt den ersten raus. Call die Info, Flasht sich rein. Flash. Ich glaub, hier war die
Und der dritte Kill auch für Flashy hier. Und es waren auch nur noch 10 Sekunden auf der Uhr. Also da haben sich die T's dann... Die CTs haben gut erkannt, dass Pushen nicht die Lösung ist und die T's waren ein bisschen aufgeschmissen. Ja, wenn man, ich glaube, wenn man die T's kommen lässt, bringt man sie automatisch zu Fehlern und das mündet dann in einem Runden- und Punktgewinn. Ja, schön zu sehen, dass das so schnell erkannt wurde. Ja. Aber jetzt wird man versuchen, die Mitte ein bisschen aggressiver zu kontrollieren. Die T's, diesmal B-Heavy. 4 Leute in Apps und nur einer in A-Apartment. Kleine Flash von Flashy hier für den Untergrund. Da kann man noch was lernen. Ja, definitiv. Dafür sind wir hier. Und wir schauen jetzt mal, wie der Aufbau da funktionieren soll. Wir sehen eine Flash von Satex, die da kommen soll. Ja, riecht nach einem Rush. Der hittet uns. Sven wird das gehört. Ein Rush. Das ist ein Bait, aber der ist auch zu obvious. Das ist ein easy Frag für Und jetzt Freddy. Muss es aber losgehen in die Apps. Einer ist gefallen. Den findet gleichzeitig... Jules macht sich schon auf den Weg Richtung B. Und da sieht man die Mütze. Bombe down. Das sollte Klausi gesehen haben. Molo fliegt. Ja. Und das 3 gegen 5. Jetzt heißt es, wer kriegt die letzten 3 Frags? Nochmal eine tiefe Smoke hinterher. Oh, Hermann S. nimmt noch einen raus. Genauso wie Madin. Öffnet die Runde nochmal so ein bisschen. CTs werden wieder gierig. Wobei die Bombe immer noch down ist. Schöne Flash hier von Jules. Klausi kann pieken und nimmt Satex raus, der ein bisschen verwirrt schien. Aber Flashy müsste den eigentlich hören auf kurz. Könnte callen, dass er jetzt erst wieder reingeht. Und er steht da oben. Klausi Deluxe macht sich auf was gefasst. Oh, ja, wartet. Kann hier das 4K fertig machen. Ja, er ist saved. Ist auch, glaube ich, nicht verkehrt. 13 Sekunden noch auf der Uhr. M4 in der Hand. Und man kann noch eine AK upgraden. Ja. Schön von Flashy. Ja. Nimmt da sogar noch raus. Damit, ja, eine extrem gute Runde. Geld ist auch wieder reichlich vorhanden. Bei den T's allerdings nicht. Einer, Big Madin, ist nur noch auf 1500, kriegt eine AK aber gelegt. Irgendwie hat man es doch noch zusammenbekommen. Allerdings Jute bei 2 Leuten nicht annähernd vorhanden. Ja. Diesmal versucht man an Argo wahrscheinlich hier fertig zu machen. Aber jeder Spot einmal durchprobiert und dann, wenn das nicht funktioniert, geht's wieder in die Defaults wahrscheinlich. Ja. Set Smoke siegen. Das sieht sehen wir jetzt ein Standard Execute auf A aus. Mit schönen Molotov. Der kann vielleicht noch mal ein bisschen Zeit rausholen. Auf jeden Fall. Da hat er durch diesen Molotov. Die Smoke an CT liegt auch extrem schlecht. Wenn da jemand. Oh, 2 low HP. Unter Molo noch mal richtig Zeit. Also jetzt nicht zu hart pushen. Schöner Frag. Schöner Frag. Den letzten nimmt er leider nicht raus. 2 gegen 1 Situation. Jules mit der Erbe kommt CT langsam vor. Ist aber auch low HP. Und die T's entscheiden sich komplett nochmal zu rotieren über den T-Spawn. Man weiß allerdings nicht, wo... Okay, man geht doch noch nicht komplett, sondern geht jetzt über Apartments. Auch interessant. Jules hat sich Ninja reingestellt, sehe ich das richtig? Nee. Rotiert jetzt weg von A. Ja, selber rotiert auch weg. Bald. Oh, er scheint noch was zu riechen. Ja. Aber jetzt zieht er sich komplett rüber Richtung B. Das hat ihm doch dann doch zu lange gedauert. Und dementsprechend haben die T's eine Freizeit und können die Bombe legen. Eigentlich dürfte jetzt nichts mehr schief gehen. Aber es ist immer noch Jules. Es ist immer noch Jules, die beste AWP Osnabrücks. Hat hier einen interessanten Winkel, den Harry aber auch zu riechen scheint. Und damit geht die zweite Runde, die neunte Runde an RC Esports, die damit ihre zweite Runde auf dem Scoreboard niederschlagen können. Und ja, im Sinne eines interessanten und spannenden Spiels wünschen wir uns natürlich mehr solcher T-Runden. Economy aber immer noch nicht perfekt auf T-Seite. Maddie auf einer. Klausi macht da 3-4 Shoulderpicks nacheinander. Das belohnt Harry. Das straft Harry viel mehr. Friend kann einen Frag an A-Rampe setzen. Und wenn er noch ein bisschen weiter vorgeht, könnte er die Bombe spotten.
Martin smoked sich hier selber ab. Im Apartment. Warum er das macht, weiß ich allerdings auch nicht. Und Satex kann die Bombe retrieven. Währenddessen hat man sich Mitte oben vorgearbeitet und versucht jetzt, sich ins Window zu boosten. Dann. Aber Flashy hat eine gute Position dafür. Kann Martin bisher noch nicht bestrafen, aber er hat ihn zumindest gespottet und auf 50 AP runtergeballert. Jetzt hat man Window-Kontrolle. Was kann man damit anfangen? Naja, mit der Information, die Friend jetzt hat, dass vor A clear ist, wird wahrscheinlich schon auf den B-Go drauf zugearbeitet und die CTs müssen das eigentlich auch wissen. Ja, Flashy rotiert schon, ist schon in der Kitchen. Und da geht man kurz durch. Oh. Flashy wird rausgekommen von Latex. Der hat da auch eine schlechte Position für einen Kurzbusch. Und damit fällt die B-Side. Das wirkte alles insgesamt ziemlich unkoordiniert auf Seiten der CTs. Ja, da hätte man eigentlich auf dem Schirm haben müssen, dass als die Smoke Richtung Connector kam, dass man da vielleicht kurz hoch möchte. Man hatte keinerlei Kurzkontrolle, man hat an A ausgeschlossen. Ja, also da bleibt eigentlich nur noch Kurz oder Apps über. Mitte wusste man, die ist gefallen. Aua. Ich glaube, da hatte der Teamspeak kurz eine Fehlfunktion. Irgendwie müssen die Infos verschluckt worden sein. Kann gut sein. Ja, Martin geht hier noch auf die Suche nach Jules, der seine AWP speichern kann. Kann er. Easy. Ja, damit steht es 7 zu 3. Ist natürlich noch immer ein kleines Polster, aber jetzt sollte man trotzdem versuchen, nochmal ein paar Runden zu holen auf der CT-Seite, denn Vogel, der gebenchte Spieler, hat vor dem Match von seinen Teammates verlangt, maximal keine zweistelligen Runden abzugeben auf beiden Maps. Ist auch wieder eine Smoke fehlgeschlagen. Das scheint sich wie so ein roter Faden gerade durch die Map zu ziehen. Weiß allerdings nicht, ob das von den Ts oder von den CTs geschlagen war. Bitte? Welche meinst du? Oh, Jules wird einfach von Madden weggesprayt. Hat er eigentlich mit der AWP. Hermann S. macht den Entry-Frag auf Rampe auf Friend, während Javadi aus Pettis rauskommt. Flashy kriegt da auf Javadi, wird dann refragt von Hermann S., der aggressiv gegen Jungle vorpusht. Die CT ist jetzt zu zweit Richtung CT Spawn. Klausi Deluxe und Nikita, beide nur mit Pistols und nur mit einem Kevlar. Ja, wenn man hier noch ein oder zwei rausnehmen könnte, wäre es eine gute Eco. So ist es eine, naja, halbwegs noch in Ordnung, aber durchaus ausbaufähige Eco. Ja. Klausi Deluxe hofft noch darauf, dass der Harry CT pusht. Den Gefallen tut er ihm bisher aber nicht, ja, wobei jetzt bewegt er sich langsam. Ich glaube, er realisiert, dass das ein Fehler wäre. Ja. Wobei die Zeit so abläuft, dass er wahrscheinlich ihm in die Arme läuft. Ja, das wird er. Frage für die Entscheidung. Oh, er kriegt ihn sogar, ohne dass wir es gesehen haben. Ah, guter Job vom Auto-Director. Ja. Danke an dieser Stelle. Auch viel Action los auf Rampe. An unseren unbezahlten Auto-Director. Ja, wenn wir uns das Scoreboard ansehen, sind Flashy und der gute Nikita aktuell ziemlich gut unterwegs bei den Osterdrückern. Friend kommt noch nicht so richtig ins Spiel. Und auf der gegnerischen Seite sind Satex und Hermann S. ganz gut unterwegs. Oh, aber stark. Schöner Schuss, aggressiv mittergegangen. Hat den kurzen Jump zwar verkackt, aber Martin dann top mit wegfragen können. Ja, die Runde ist enorm wichtig, wenn man sich vor allen Dingen, wenn man sich das Geld ansieht für die Osterdrücker. Klausi wieder mit der Swag 7 an B. Ist natürlich dadurch auch mehr oder weniger auf diese Position fixiert. Aber das macht er eigentlich ganz gut da oben. Man könnte jetzt Nikita schon rotieren auf A. Boah, schlechte Popflash hier von Satex. Also da offenbaren sich teilweise echt extreme Defizite in der Net-Usage. Aber wir können ja zwischendurch nochmal eben kurz reinschauen, wie das aussieht. Wenn man erst mit 11 geflashten Gegnern
Infinity Damage 0, 0, 0, 0, 0 bei den Ts. Und da sind wir schon. Sind wir schon 477 bei Peter und fast 300 bei Friend. Ja. Das spricht für sich, wenn da auf der T-Seite Richtung City noch nicht eine Nate gesessen hat. Ja, im Hintergrund passiert gerade der langsamste Argo der Welt. Es wurden versucht, an zwei Orten zu pushen, Connector und Palace, und beide wurden von den CTs denied und daraufhin haben sich die Teammates gedacht, dass sie lieber stehen bleiben. Ja, warum auch nicht? Und nochmal tief durchatmen mit 25 Sekunden auf der Uhr. Ja. Da kommt jetzt wahrscheinlich nochmal ein Mollo Richtung Palace, so ist es auch. Und Satex macht die Runden, also wenn die Runden holen, dann überreicht es Aim. Das haben sie, das haben sie offensichtlich. Runde darf man jetzt aber nicht mehr abgeben. Das darf eigentlich nicht passieren. Nein, ja, das macht es sehr schön. Gestern wurde er von mir scherzhaft als der Tim Wiese des Counter-Strikes bezeichnet. In dieser Runde kann man das durchaus behaupten. Der ist eine One-Man-Army. Und wir gehen in die 13. Runde. 8 zu 4 ist ein Polster. Ich finde, man sollte aber nicht noch mehr Runden abgeben. Dafür machen die Ts zu viele Fehler. Ja, also so wie die Runden, die verloren wurden bis jetzt, die verloren wurden auf der CT-Seite, waren es oft die Fehler der CTs, die Runde verloren haben und nicht irgendwelche starken Plays. Sehr schön, Jules abgeaimt. Satex sneaks in Palace rein und wird da weggefragt. Harry versucht mit seinem Teammate die Mitte einzunehmen, die allerdings von den CTs ganz offen gelassen wurde. Nur im Connector steht einer. Der gute Flashy. Friend wieder mal mit einem guten Frag auf Rampe. Denied er regelmäßig. Ja, das macht er gut. Das macht er gut. Findet da viele Opening Frags. Und die CTs scheint es auch nicht zu interessieren, dass die Mitte den Ts gehört. Tatsächlich, die sagen einfach, wenn ihr planten wollt, müsst ihr on-site kommen und so lange warten wir hier. Genau. Die Ts haben sich das angehört, machen sich bereit, Connector zu rushen. Flashy flasht sich rein, sieht das. Hat die Information, dass die AWP unten Mitte steht. Aber für Aim Jules war sehr gut. Ermöglicht der Jules hier einen Frag zu holen. Nikita macht das ganz schön an Kurz. Gefällt mir sehr gut, was Nikita da an B Kurz hier bespielt. Ja, auch sehr schön auf die Information von Flashy draufgespielt, dass da das Mitte unten Stress ist. Und da einfach zugeschlagen. Weil jetzt sind die Ts wieder arm dran. Es ist ein Hin und Her hier mit der Economy. Ja. Kaum Utility, ist und schnell richtig. Auch angehen. Hier kaufen alle runter, bis auf Madin. Wer sich denkt, das Geld spare ich mir zusammen für die nächste Runde. Wenn guter Mann Richtung Tetris. Trent und Flashy halten das aber brav. Nochmal durch. Schön. Letzter steht am Sandwich. Die Runde ist eigentlich ein Rainbow. Schön. Ja. Aber auch das eine Runde. Byron von den Ts, die im Endeffekt nichts gemacht hat als ein sinnloser Push aus Rampe raus. Ohne irgendwelche Smokes. Das hätte man deutlich besser nutzen können. Schauen, ob man irgendwo das Aim-Duell findet, um den ersten Frag zu kriegen. Ja. Wenn man sich jetzt die Economy wieder bei den Ts anschaut, ist es noch schlimmer als die Runde davor. Flashy spottet nicht, aber hört zumindest Mitte oben, dass Javadi sich da platziert hat. Das holt Nikita auf den Plan, der Kurz jetzt rumziehen. Kann halt eine schöne Nate setzen. Schmeckt, die schmeckt ausgezeichnet. Die schmeckt sehr gut. Und Jules hier pusht immer weiter. Der Junge ist auch jetzt ungeduldig. Der möchte das Spiel, glaube ich, möglichst schnell beenden. Ja? Boah, was ein schöner Flickshot, ey. Ei, ei, ei. Ja, der hat keinen Bock mehr. Den nervt das hier. Das dauert zu lang. Die Ts kommen erst bei 20 Sekunden, dann müssen wir halt kommen. Ich denke, Jules hat heute Abend noch den einen oder anderen Termin. Ja. Der versucht man das natürlich relativ schnell durchzubringen. Wenn der Frags am B, Klausi und Nikita beide erfolgreich gewesen. Ja, die Bombe liegt. Bartex versucht hier nochmal an A einen unaufmerksamen CT zu erwischen, aber Flashy hat das gerochen und nimmt Satex aus dieser Runde. Damit gehen wir mit 11 zu 4 in die Pause. So, und jetzt schauen wir mal ganz kurz wieder auf die Utility Damage. Wir sehen bei Hermann S. 21 geflashte Gegner, 0 Utility Damage. Ja. Insgesamt nur 31 Utility Damage bei den jetzt CTs.
Was da bei den Osnabrückern an Utility geworfen wurde, das ist ja insane. Das gehört verboten. Phänomenal, ja. Allein mit Nikita und Fren, na gut, das sind die, halt die höchsten. Die haben über 900 Utility Damage. Das sind 9 Kills allein durch Nades und Modus. Das ist. Ja, auf Mirage ist es besonders wichtig, die Mitte zu kontrollieren. Und das hat Nikita auch durch seine guten Nades hier weitestgehend verhindert. Und ja, es geht. Da kommt der B-Push auf Contact. CDs hatten allerdings auch drei Leute auf B von Beginn an und das hat, glaube ich, ein bisschen überrascht. Ja, man ist hier mit ein paar schönen Fracks. Ja, ich glaube, der zweite B-Spieler hinter Side wurde nicht gecallt oder wurde nicht erwartet auch und hat deswegen, glaube ich, starke Fracks bekommen. Boah, schönes 4K von Hermann S. Aber das bringt nichts. Damit geht die Pistolenrunde an RAC Esports, die damit auf 11 zu 5 in Anführungszeichen verkürzen können. Aber ich bin guter Dinge, dass die Osnabrücker sich jetzt richtig entschieden haben und Force-Bible spielen. Wenn wir von gestern eine Sache gelernt haben, dann sind es eigentlich die starken Anti-Egos, die Osnabrück gespielt hat. Spannend, wie nicht. Aber in dieser Runde wird Nikita ziemlich schnell rausgenommen. Aber Klausi hier mit einem schönen Entry. Da ziemlich weit, wird aber nicht bestraft. Währenddessen Brennt auch erfolgreich geworden. Kann aber den zweiten nicht mehr rausnehmen. Satex gewinnt dieses Duell. 3 gegen 3, Flashy nochmal erfolgreich mit der Deagle. Und damit haben wir eine 3 gegen 2 Überzahlsituation für die Osnabrücker. Und die groupen auch schon vor Rampe. Die spielen jetzt zusammen, wollen noch schnell den A-Spot einnehmen. Aber auch die CTs befinden sich beide an A. Deshalb wäre es vielleicht sinnvoll, jetzt nochmal wieder zu rotieren. Das weiß man natürlich nicht. Aber man hat noch 2 Smokes auf Seiten der CTs. So, der erste ist jetzt bekannt. Der zieht weit rum. Wird dafür nicht bestraft. Ja, aber natürlich mit der AOG die beste Waffe in dieser Situation. Schwierig. Und die CTs zeigen sich auch nicht allzu viel. Ja. Bombe liegt. Klausi wartet darauf, dass Flashy hier überholt kann. Kann er aber nicht. Hermann S. hier mit der AOG von CT aus. Und Satex mit der MP9 holt den Flashy und damit muss man jetzt in dieser Runde sparen. Hat sich also nicht ausgezahlt zu kaufen. Natürlich trotzdem aber eine teure Runde für die CTs. Ja, definitiv. Man sieht auf dem Scoreboard auch, dass es eigentlich eine Two-Man-Show ist. In Persona von Satex und Hermann S. Wenn es bei den beiden nicht läuft, dann läuft es eigentlich generell nicht. Für die Remagener. Hat A so langsam jetzt ausgeschlossen. Auch das dann die Runde wurde von den Ts erst als B-Go angespielt und jetzt wird es wieder in ein Default aufgetaut. Und Klausi hat sich da einen Tanz geliefert mit einem CT, der gerade T-Spawn pusht. In der Richtung Untergrund nochmal. Das soll in Mitte geboostet werden, Window. Und jetzt nicht auf dem Schirm. Harry. Oh, das ist disrespectful. Ach, da gut. Aber ja, Vardy hat auch einen gecallt. Müsste gecallt sein. Nikita müsste ihn auf dem Schirm haben. Hat er nicht. Das ist eine ganz chaotische Runde, wenn ihr mich fragt. Aber Hermann S. hat seine Lieblingswaffe, glaube ich, gefunden. Das ist die AOG. Und damit ist Flashy im 1 gegen 3 und hat die Pumpe sogar. Martin spielt es aber sehr, sehr, sehr ruhig und sicher aus. Die da und sagen damit steht es jetzt 11 zu 7. Da sagen sich die T's, AU, da gehen wir woanders hin. Ja. So, endlich ein Full-Buy auf der T-Seite. Nur Jules hat keine Utility, dafür aber die starke AWP. Kriegt auch die ein Duell. Oh, schade. Harry ist schneller. Schade, schade. So langsam mache ich mir keine Sorgen, aber ich ziehe zumindest die Augenbrauen hoch.
Also ein bisschen chaotisch, was hier auf T-Seite gespielt wird. Ja, man hat hier eine Gap in der Smoke. Nate ist auch... Oh, ich hätte gesagt, dachte, sie wäre besser. Brent hat Martin hier gespottet. Hat die Nate jetzt auch... Macht aber auch kein Damage. Cisco Nates. Der hat sich jetzt die AWP geschnappt und versucht in der Mitte sein Unwesen zu treiben. Harry kassiert auch schon, schöne 88 AP minus. Und Yavadi läuft in das Crosshair von Nikita rein. Damit steht es wieder in einem 4 zu 4 ist es, 4 zu 3. Vielleicht schießt irgendwie ein Kill auf Harry durch seinen Molotov. Boah, Hermann S, den muss er eigentlich machen. Aber weiß jetzt, dass Flashy auf jeden Fall mit unten unterwegs ist. Und Satex zieht Kapital aus dieser Information. Erwischt ihn da ziemlich off guard. Jetzt sammelt man sich an B. Dort ist bisher nur ein Spieler zu finden. Und das ist Hermann S mit der AOG. Hat einen Winkel, findet den ersten. Sucht sich einen neuen Winkel. Man hat noch 20 Sekunden Zeit, um hier was zu machen. Und das machen die CTs auch sehr, sehr gut, muss man sagen. Und da offenbart sich, glaube ich, so langsam das Problem bei den Osnabrückern, dass man sich auf Mirage auch einfach nicht so gut vorbereitet hat und auch recht wenig bisher gespielt hat. Ja, irgendwie habe ich noch nicht so den entscheidenden Call gesehen. Also man hapert sehr viel, man versucht irgendwie auf Frags zu gehen, aber wenn dann keine kommen, ist man doch ein bisschen verzweifelt. Und irgendwie, ja, bin gespannt. Jules ist leider jetzt letzte Runde, wurde er schnell rausgenommen. Ich würde den gerne mal auf der Arme sehen, dass da ein bisschen was passiert. In dieser Runde auf jeden Fall nicht möglich, weil das Geld sehr knapp ist. Und das sieht nach einem schnellen Aufbau Richtung A aus. Das soll executed werden. Bauen, wenn der Mono nicht liegt, 1,35. 1,30. Ich muss dem guten Heiko Prime aus dem Chat zustimmen, der zu bedenken gibt, dass man nicht gegen jemanden verlieren sollte, der Martin heißt. Harry holt den ersten auf der A-Side hier beim Go. Klausi kann Harry rausnehmen. Die Smoke hat eine riesen Gap. Satex findet Klausi durch die Smoke in den Kopf. Und damit wurde die Bombe auf jeden Fall vom Leben gehindert. Flashy flasht sich rein. CT wird von Martin geholt. Und damit ist 1 gegen 3. Nimmt den ersten raus. Hermann kommt allein. Aber Hermann ist. Oh, schade. Ja, fraglich, wer da die Jungle Smoke geworfen hat. Ja. Ja, die ohne Gap zu werfen ist schwer. Allerdings sollte das halt auch bekannt sein. Und deswegen ist der Planspot von Klausi auch fragwürdig gewesen. Ja. Oh, der Anspruch der Osnabrücker sollte jeder. Oh, schöner Shot von Jules. Weiß, dass er letzte Gegner CT ist. Oh, und dann macht er den Freddy. Schade. Wäre eine sehr, sehr wichtige Runde gewesen. Nun steht es 11 zu 9 und man hat ja eigentlich nicht genug Geld, um einen Fullbuy hier durchzuziehen. Das Gute ist, dass wiederum auch die CTs nur sehr, sehr wenig Geld haben. Wieder resettet werden können. Ja, also gut für die Osnabrücker natürlich. Für die CTs ist es. Oh, Klausi kriegt einen schwachen Hit auf Yavadi, da muss eine Wand zwischen gewesen sein. Aber auch interessanter Call. Interessanter Buy. Eagles. Es wird auf Headshots gegangen auf jeden Fall. Ja. Und schöner Shot hier von Friend. Da bestraft er den Kurzpeaker in Person von Hermann S. Und das ist eigentlich ein guter Dosenöffner, denn ohne Hermann sind sie fast nur halb so viel wert. E-Magener, wenn man das so sagen kann. Und schön. Klausi nimmt Harry raus mit einem schönen Headshot. Satex kann den Refrag holen, aber Jules ist Connector schon hochgepusht. So, dem 4-on-1, ich hoffe, dass die T's sich jetzt damit suchen. Ja, Martin macht das einzig Richtige. Er versucht die AWP zu speichern. Flash wird noch rausgenommen. Weiß aber jetzt, wo Martin zumindest zu finden ist. Oh, und ich sehe schon, da wird im Chat der Wechsel gefordert. Ja. Da sollen Vogel und Tomaniac spielen. Ich glaube, das ist eine gute Idee tatsächlich. Da müssen wir mal gucken, wer da ausgewechselt werden würde. Genau.
Naja, da muss man ja nur einmal kurz aufs Scoreboard schauen. Ja, tatsächlich, das Scoreboard. Ich finde, das Scoreboard ist hier sehr schön, sehr vielaussagend. Also ja. Klausi und Frend heute nicht mit dem Spiel ihres Lebens. Was ist mit Klausi los? So, Thomas, kannst du uns da nähere Informationen geben? Er ist, müsste eigentlich Führungskraft sein. Spielt aber aktuell so ein bisschen wie der Azubi. Ja, ich habe das Gefühl, er rostet gerade ein bisschen ein. Er spielt zurzeit auch sehr wenig freiwillig, Face It, sonst was, ja. Geht viel arbeiten. Ich glaube, da ist der große Fehler, dass man einfach die Karriere über CSGO setzt. Ja, es ist auch die bekannte Doppelbelastung, mit der viele Profis beim Osnabrücker Team zu kämpfen haben. Und das zollt dann auch ihren Tribut. Wobei man sagen muss, dass auch der gute Vogel gestern eine Nachtschicht hinter sich hat und wahrscheinlich mit müden Augen den Stream verfolgt. Ja, aber ob also seine Auswirkung der richtigen Qualle, weiß ich nicht. Boah, starke Kills von Jules in der Mitte. Hat sich einen 1v1 mit Harry. Harry kriegt da auch noch Nikita erfolgreich da. Da hat's aber mal Klick gemacht irgendwie. Da ist Osnabrück mal eben aufgewacht, hat sich gedacht, hier, die Köpfe müssen wir treffen. Kein Bock mehr. Zweistelliges No-Go. Jetzt genau. Und dann sind es zwei Runden in Folge, die Osnabrück mal eben so gewinnen kann. Wichtig ist es natürlich, wenn wir jetzt auch mal kurz aufs Geld schauen von den CTs. Wichtig für Madin, dass er die Waffe durchbringt. Hier im Afterplant. In einer sehr guten Position. Wenn das nicht gecheckt wird. Könnte man auf dem Schirm haben. Und den ersten. Aber den dritten nicht. Madin! Ja. Und das sieht ganz stark nach Eco aus bei den CTs. Ja. Dann wird man vermutlich die 14. Runde an Osnabrück abgeben. Somit wissen wir, dass in der darauffolgenden Runde E-Round für RAC eSports ist. Sollte man die nicht gewinnen, hat Osnabrück bereits das Draw sicher. Schauen, was gespielt wird. Eine Digge wurde geforst von Madin, der 4-8 hatte. Manche mit 5 Leuten im Fenster. Harry mit, Reich des Todes. Nimmt den zweiten mit. Klausi macht dann auf A das, was er am besten kann. Und Nikita hier mit einem durchaus glücklichen Schuss bei seinem Spray. Sodass die 23. Runde an die Osnabrücker geht. Und das Geld sieht nicht gut aus. Da wird nicht viel Utility gekauft. Ja, man groovt sich so langsam ein. Und das Momentum ist ganz klar auf der Osnabrücker Seite. Man hat jetzt auch ein Mittel gefunden, um die CTs mürbe zu machen. Da wird auch schnell die Mitte angespielt mit zwei Leuten. Mitte ist... Oh, Jules, den ersten Frag. Oh, ja, zwei Frags in der Mitte gefallen direkt. Jetzt müsste Sven hier einen schönen Headshot setzen und das macht er. Währenddessen pusht Frend einfach B-Side durch. Komplett wie ein Irrer. Da, wenn nichts funktioniert, dann muss halt Dreis gespielt werden. Auch das ist ein Zeichen der Osnabrücker. Harry ist in der Mitte, weiß, dass Frend kurz ist und nimmt ihn raus. Und jetzt ist es ein 2 gegen 1. Klausi, der Last Man Standing. Gold. Frage ist, wie reagieren die CTs jetzt darauf? Wie ist halt komplett umgedeckt. Man weiß, dass der Spieler auf jeden Fall Richtung Spawn zurückgegangen ist. Deshalb pusht man hinterher. Ich habe leider die Kills auf A verpasst. Was ist da gerade eben passiert? Ja, das habe ich auch leider nicht gesehen. Da muss man dann auch leider wieder die Schuld unserem Autodirector in die Schuhe schieben. Klausi macht sich Richtung Connector, das hat Harry auf dem Schirm, der im richtigen Zeitpunkt nochmal kurz das Crosshair Gen Connector wechselt. Oh, und das kann vom Timing sehr gut passen. Ja, der kann die Bombe zumindest nochmal legen, was nicht notwendig wäre, denn das Geld ist immer noch gut. Aber vielleicht reichen die 17 HP ja auch, um diese Runde für sich zu entscheiden. Man hat noch eine Flash und man hat ein HE. Bin gespannt, wie es bespielt. Zwei Smokes bei den CTs. Die Smokes liegen gut. Da wären 10 Sekunden Diffuse, der abgebrochen wird. Ah, schade, den ersten Holter, aber den Kit leider nicht. Down. Das Kit ist down. Und das war... Ah, er findet's noch. Schade. Für den Hauch eines Moments habe ich gedacht, dass diese Runde
durch Glück an die Osnabrücker gehen könnte. Knappe Runde wieder. Ich frage mich, wo die Kills irgendwie da gefallen sind. Habe ich ein bisschen verpasst. Die ersten beiden waren ja Mitte oben. Da hatten wir ja schon mal das 3 gegen 4. Und jetzt macht man es mal richtig schnell Richtung B mit 5 Leuten. Und der volle Kapelle. Ist da. Ja, war die ist allein. Anwend, Freddy Checkman. Achter. Er hört auf mich. Der erste Molly wird verkackt. Die Lay-Molly der CCs kann jetzt nochmal ein bisschen Zeit rausholen. Aber Klausi nimmt da jemanden durch die Smoke mit und das ist Zartex. Martin ist auf die Side. Klausi nimmt ihn raus. Damit sind Harry und Hermann, beziehungsweise nur noch Hermann S. im 1 gegen 3, der an Flashy zu kauen hat. Und das ist ja schon der Matchpunkt. Oder Mappunkt vielmehr. Ja, da wurde gut die Initiative übernommen. Die T's einfach gedacht, dass sie mal den Fight zu den CTs bringen jetzt. Ich glaube auch, dass das Problem ist, wenn man langsam spielt, dass die CTs sich dann ja, schnell orientieren können und dann auch einfach auf Aiming gehen können. Ja. Dadurch auch einen Vorteil haben. Und oft auch irgendwie, also es ist in der Mitte, welche Winkel sind da gefallen schon. Da fällt von Klausi HE in die Mitte, ja. Richtung auch Harry. Sehr schön, schmeckt gut. Latex hat jetzt wartet auf Klausi. Boah, ein schöner Shot hier. Und den zweiten auf Nikita möchte er sich auch noch nicht nehmen lassen, aber Nikita holt ihn. Macht ein Bombenspiel hier auf Mirage. Spielt jetzt so langsam die A-Side, hat aber wenig Backup aktuell, sodass er es ein bisschen langsam angehen lässt. Jetzt kommt der Backup langsam Richtung aus Rampe. Seid fokussiert, CT ist die AWP bekannt. Wird abgesmoked. Freddy versucht jetzt noch hier so einen kleinen Kugli. Jules verabschiedet sich. Macht den langen Weg, aber die lange Rotation. Die T ist kick, aber die ist gecallt und da ist es auch passiert. 16 zu 10. Doch, ich denke, das ja, es hätte anders ausgehen können. Wenn wir mal schauen. Inwiefern? Ja, also das hätte Osnabrück auch deutlich höher gewinnen können. Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich dachte, du wolltest. Nee, da wurden diese Runden abgegeben. Ja. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Utility Damage gucken, dann sehen wir, dass sich da bei den CTs nicht wirklich viel verändert hat. Da wurde in den Runden, die gespielt wurden, da vielleicht 150, 200 Damage gemacht. Ja. Und das ist einfach zu wenig auf der CT-Seite. Ja, also das Problem auch natürlich, dass Vardy nicht so richtig ins Spiel kommen konnte, hat eine ADR von nur 38, während der schlechteste Osnabrücker in Person von Friend beziehungsweise Klausi Deluxe 75 und Friend 86. Also es war insgesamt einfach eine geschlossene Mannschaftsleistung ohne irgendwelche Ausrutscher nach oben oder nach unten. Es war eher ausgeglichen. Das ist eine Sache, über die wir aber auch schon gestern gesprochen haben. Da sah es nämlich auf dem Scoreboard ähnlich aus. Ja. Wiederum eine Teamleistung von Osnabrück. Keine Ausreißer nach oben oder unten. Da kann es mal den Hardcarry geben von dem einen oder anderen Spieler. Vielleicht sehen wir das jetzt auf Vertigo, wer weiß das schon? Naja, das gibt's nicht, wenn Vogel oder Tomaniac nicht im Spiel sind, tatsächlich. Ja, eher selten. Ich muss aber sagen, ich freue mich auf diese Runde jetzt auf Vertigo. Sieht man nicht allzu häufig. Bin auch gespannt. Wir haben das gut geprägt, tatsächlich. Wir waren vorbereitet, weil wir vor einigen Wochen Gegner hatten, die viel Vertigo spielen. Oder nee, die wenig Vertigo spielen. Wir wollten die austricksen. Und ich hoffe, hier wird sich daran erinnert, dass es gute Smokes gibt, dass wir Default Smokes haben und dass wir ein paar Smoke Ghosts haben. Und wenn die ausgespielt werden, dürfte eigentlich alles safe sein. Aber sowieso, Jules aimt auch auf Vertigo sehr gut. Bei den anderen habe ich nicht viel Erfahrung, aber Jules hat beim letzten Vertigo-Match, glaube ich, schon sehr stark gedrückt. Und Klausi Deluxe in B holt, muss man sich auch anschauen. Dann dürfen wir gespannt sein. Wir warten jetzt, bis die Spieler connecten und bis es in den Dive-Route geht. Und solange werden wir uns nochmal kurz in die Pause verabschieden.
Holt euch was zu trinken, es ist Freitag, holt euch ein Bier. Wenn ihr Bier da habt, holt euch sonst noch irgendwie was anderes, ein bisschen was Süßes und genießt den Cast. Und dann sehen wir uns ja, wenn die Dive Run beginnt. Bis gleich.
Welcome back. Tut uns leid für die Verzögerung. Das hat folgende Gründe. Und zwar, der gute Klausi hat mit Internetproblemen zu kämpfen. Hashtag Vodafone. Daher werden wir jetzt als Stand-in, haltet euch fest, Vogel sehen. Was? Nein. Vogel? Nein. Mein Gott, das genau der. Absolute Legende. Gigi. Also wer Vogel nicht kennt, hat die Welt verpennt. da werden wir jetzt viel erleben. Entweder wir sehen alles oder wir sehen gar nichts. Ja. 14 Stunden in den letzten zwei Wochen. Gestern noch absolut tilt gewesen, als er mit zwei Russen im Faceit war. Er hat sich in Pokerstars aufgewärmt. Ja. Man darf sich überraschen lassen. Der Vogel ist ein Mindset-Spieler. Der hat sich eSports jetzt natürlich absolut vorbereitet gewesen auf Klausi, der da B halten soll. Jetzt ist es einfach Vogel, der da steht. Komplett anderer Spielstil. Ja, bei Klausi steht. Und Vogel rennt. Gegner ins Gesicht mit seinen Kugeln. Und das dürfen wir gleich sehen, wenn er endlich connected. Das hätte ich auch bei Vodafone. Aber wir sind alle bei Vodafone, oder? Ich auch, auf jeden Fall, ja. Ja, ich auch. Ich nicht. Ich bin da wird sogar gechattet. Man möge sich schämen, dass das so lange gedauert hat. Ja, gut Ding, wir Weile haben. Da kann RRC eSports nicht darauf warten, umgedreht zu werden. Ja, aber man kann diese Wut nachvollziehen. Wobei an einem Freitag wie diesem gibt es recht wenig, was auch noch auf einen wartet. Freitag wie diesen wird CS unendlich dauern. Ja. Und wieder in die Werbepause. Oh Gott, ey. Und rein in die Werbung. So, Vogel connected, Smoke-Lager im Tag, es geht los. Smokes liegen noch nicht, aber das liegt daran, dass es keine gibt. Was hat es mit dem Smoke-Lager auf sich? Ja, der Junge, das wissen wenige. Vogel ist ein Developer bei Valve eSports und hat deswegen die Möglichkeit, bis zu 3 Smokes zu kaufen pro Runde. Und das tut er auch regelmäßig. Ich hoffe, das werden wir in dieser Runde auch sehen. Deswegen ist er das Smoke-Lager. Man kennt ihn für seine Solo-Argos. Und das finde ich. Und dann in die Nike. Ja, das sieht doch schlecht aus. Das wollten wir sehen. Es wird endlich wieder geworfen in der Knife. Sehr schön. Leschi spielt noch ein bisschen auf Zeit, macht sich weg. Und ja. Cheat. Da ist die Knife weg. Vielleicht wird er jetzt nochmal gechattet. Wollten ET. Das hätte man früher zumindest so gemacht. Will man hier was anderes erzählen? Da muss man vielleicht den ganzen Leuten vielleicht mal ein bisschen Benehmen eintrichtern. Ja, aber jetzt ist aber der Adrenalinpegel zu hoch. Es wird geschwitzt. Ja, Vogel, es muss geschwitzt werden. Man hat 10 Runden gerade abgegeben. Man möchte jetzt auf jeden Fall die Magna einstellig halten. Ja, und vor allem dürfen sich jetzt die anderen Osnabrücker in Vogels Anwesenheit nicht beschämen. Also wer jetzt nicht 30 Kills macht, fliegt raus. Definitiv. So, es ja, geht die mit Brent Richtung Rampe. Weiter auf der Rampe. Schöner Frag. Den ersten. Hermann S kriegt den Refrag. Aber direkt die Rotation. CT-Seite rotiert Richtung A. Man hat Angst. Lashy cleart hier die Sandbags. Vielleicht ein bisschen wasted der Molly. Ja, ich glaube auch. War ziemlich unwahrscheinlich, dass jemand. Ah, man hat auch keine Smoke mehr. Keine Flash. Ja, man ist absolut blind. Jetzt muss er hitten. Jetzt muss er hitten, der gute Vogel. Und Martin auch ein paar Headshots poppen. Und den ersten hier findet er. Harry den zweiten. Jules macht in der Mitte noch ein bisschen Dampf. Aber Satex. Ja, das wird schwierig. Flash mit 2 AP. Verliert diese Runde. Schade. Ja, man hatte nicht wirklich einen Plan, fand ich zumindest auf Seiten der T's. Man ist ein bisschen eingeschlafen nach dem einen Frag auf Rampe. Ja. Handbremse gezogen. Du hast halt eben auch eine sehr schnelle Rotation auf dieser Map. Das stimmt. Und ohne Utility ist dann sehr schwer auf A-Side auch drauf zu kommen, habe ich das Gefühl. Ja. Ja, und weil die anders als. Ist, ja.
Anders als in der, auf der ersten Map entscheidet man sich jetzt komplett konservativ zu spielen und eine Full-Eco einzulegen, beziehungsweise ja, den kleinen Byte zu haben zumindest. Satex allerdings macht es genau wie auf Mirage und failt sein erstes Smoke in diesem Spiel. Ja. Wird aber nicht bestraft bisher. Oh doch, Vogel nimmt zumindest Martin raus. Vogel, sehr starker Kill. Auf jeden Fall sehr schön mit eröffnet. Der Refrag hat leider gefehlt von seinem Teammate, aber... Der Vardy spielt auf A sehr passiv. Oh, Fremd wird leider rausgenommen. Von Hermann rausgenommen, ja. Man kann die A-Side jetzt leider nicht ganz erobern. Wichtige Kills, die da fallen. Die passive Spielweise wird belohnt an dieser Stelle. War aber auch nur eine Pistole, ohne viel Commitment von den Ts und jetzt wird da reingekauft. Ja. Ja, ich habe mich das eben schon gefragt. Nikita hat extrem wenig Kohle und kann dementsprechend auch jetzt nur eine Galil kaufen, hat dafür aber Full Utility. Ja, und der Buy der Ts ist jetzt schon fast besser als der. Ja. Die Nakas Headshot-Potenzial. Aber die Nate ist gut. Die Nate ist extrem gut und die Nate ist noch besser von Martin. Und der Molotov tut sein Übriges. Jetzt mal ein bisschen Utility Damage von den Remagen. Das hat eben komplett gefehlt. Oh, Flashy, seinen Rücken. Ja, für die, die jetzt erst zugeschaltet haben, darunter auch der Spieler, der heute ebenfalls auf der Bank sitzt, Auni. Die erste Map ist 16 zu 10 für die Osnabrücker ausgegangen. Da hat man auch Graf gespielt. Ich möchte noch kurz sagen, Vogel gerade einen sehr starken Kill gehabt in Mitte. Ja. Jules auch mit einem schönen Spraydown hier an Rampe. Jetzt kann man die A-Set so ein bisschen aufklären. Nikita macht dafür B auf und die CTs müssen darauf reagieren. Ja, man hat jetzt eigentlich die Qual der Wahl. Man kann jetzt jede Zeit im 1v4 bespielen eigentlich. Ja. Vogel smoked up. Oh, schön, Nikita. Der ist heute extrem gut drauf. Macht einen richtig guten Eindruck. Ja, weißt du, woran das liegt? Sag es mir. Apex-Aim. Apex-Instinkten. Apex-Instinkt, ja. Der haut sich gleich nochmal zwei, drei Schildzellen rein und dann geht's rein in die Masse. Die Spritze in die Venen und dann ist wieder Full-Life. Warte mal. Ja. Nice, ey. Ja, solange das funktioniert, kann man das auch nicht kritisieren. Die 60 Stunden wahrscheinlich auch heute noch ein paar draufgesetzt. Ja, der hat es auf 100 erhöht. Innerhalb von einem Tag. Ja, 100 in den letzten zwei Wochen. Das ist wild. Das ist Gold. Wild, ja. Stark Grund, Vogel. Ja, definitiv. Und dafür hat man ihn auch eingekauft. Man sieht tatsächlich seine Plays auch nicht unbedingt jetzt nur an seiner Statistik. Er ist auch sehr stark im Callen in-game. Ja. Und er macht auch viel der Mentality. Er gibt so eine Selbstbewusstsein an das Team. Dass Nikita jetzt direkt ausspielt, ein starkes Spray-Duell gegen Martin, macht den ersten Spiel. Macht er gut. Dass man Vogel immer hoch anrechnen muss, ist auch mal die Calls, die zwischendurch kommen. Wenn die Runde verloren geht, dann kann es schon mal sein, dass er reinbrüllt: Komm Jungs, jetzt ficken wir die. Dann verliert man die Runde, aber dann. Dann fickt man die. Ja. Irgendwie Harry gerade fremd. Ja, das war auch ein bisschen blind irgendwie, meiner Meinung nach. Ja, drei Ts Richtung A-Rampe unterwegs. Also sollte es wahrscheinlich Richtung A gehen. Man hat da, glaube ich, wirklich Ghost einstudieren können. Harry aber viel Info da. Mit 18 HP kann er noch ein bisschen Schaden machen. Ist aber auch on the edge. Am Ende da auf B noch ein bisschen nach hinten, dann ist er weg. Vogel versucht alleine vorzulurken, während sein Teammates A sich machen. Kriegt fast einen Kill. Satex auf Low, Harry auf Low. Kann aber zumindest zwei Spieler an B jetzt erstmal halten und damit kann die Bombe an A gelegt werden. Das ist smarter gewesen. Flashy nimmt hier den ersten raus, den guten Hermann S. Ich kann die Position nicht mal callen, so selten habe ich Vertigo gespielt. Ja, aber es war hier von. Ja, aber da war Dean starkes Prefire auf Nikita, während er plantet. Hat 90 Damage abgenommen. Ja. Und dadurch war das jetzt ein easy Frag für Harry. Zeit ist deswegen wieder frei. Aber die T's haben sehr starke Position. Ja, Harry sehr low. Schöner Shot von Jules. Und Harry, der letzte Spieler der Remagener. Jules macht noch mit der Fame Flash hier. Da geht man nochmal ein bisschen greedy rein. Man will die Frags. Die will man, ja. Klar. Man muss ja zeigen. Zeigen, wo es abgeht. Zeigen, wer der Boss ist hier. Ja. Ja, das ist der Ausgleich. Freut uns natürlich ganz besonders, dass Peter hier oben an der Spitze des Scoreboards
Freddy noch bei. Ohne Kill. Freddy auch im interessanten Buy jetzt. Er hat sich gedacht, der Gegner letzte Runde mit Deagle hat besser getroffen als ich mit AK. Ergo, Deagle schlägt AK. Boah, die Runde gibt man mehr oder weniger jetzt schon aus der Hand. Schwach gehalten, die T's haben da. Schöne Aggression an der großen Rampe. Ja. Aber ja, wirklich stark gespielt. Aber auch. Weiß nicht, ob die reingeflasht haben, die CTs. Auf jeden Fall waren glaube nicht. Nicht vorbereitet. Ich glaube nicht mal. Ja, da war man einfach ein bisschen aber überrascht. Aber beide sind gecallt. Weiter fällt, schön. Und damit macht er das. Er hat die ganze A-Side. Und Fred in Mitte auch gefallen. Scheiße. Die Bombe fällt damit auch. Warum geht er da weiter vor? Das war die Runde. Ich weiß es nicht. Lass dir Zeit. Und damit ist Nikita im 1 gegen 2 mit extrem wenig HP. Aber ist eben auch unbekannt aktuell. Es schleicht die B-Side hoch. Dort wartet in wenigen Sekunden Harry auf ihn. Hat auch Full Utility, er kann auch einen ganzen Execute starten. Ja, ganz komplett alleine. Ja. Könnte er mit ein bisschen Glück. Er findet bei seinem Team bestimmt nochmal 3 Smokes. Könnte er mit ein bisschen Glück. Das Timing ist auf seiner Seite. Das Timing ist auf bisher seiner Seite. Bisher ja, bisher ja. Oh, schade. Eigentlich hatte Harry ihm nicht auf dem Schirm, aber dann ist die Reaktionsschnelligkeit einfach gegeben und da Nikita eben auch schon sofern sein das 92 für sein Geburtsjahr steht, auch schon an einem älteren Semester angehört, hat er da keine Chance mehr. Ja, aber die. Boah, und die war und die da schenke ich mir, da schenke ich mir jetzt aber einen für einen. Ja, da muss da also muss das ist. Also ich weiß nicht, ob das Fenster noch größer sein könnte. Nikita sagt, wenn du die Smoke verwirrst, dann vom Freundentor und schnappt euch die AT-Eco. Aber Martin hier wieder wurde allein. Und Nikita raus. Im Stich wieder. 3 gegen 3. 3 gegen 2, ja, Madi mit sehr viel Impact in dieser Runde. Und wird jetzt auch greedy. Kann callen, dass die A-Rampe komplett clear ist. Und man kann wieder Richtung B verschieben. Ausnahmsweise starke Utility von RC Esports. Ja. Oh, und Freddy hier mit einem schönen Transfer. Den kriegt er irgendwie. Weiß aber gar nicht warum und wie. Wieder reingesteppt. Harry könnte hier einen Posi haben. Nimmt Harry raus und damit ist Vogel in Lower P. 2 gegen 1 hat. Ja. Er weiß, dass Martin da auf dem Weg war. Ja, frag für die Entscheidung noch, da dann mit diesen 20 HP, die Freddy hatte, auf den Fight zu gehen. Ich glaube, mit seinem Teammate hätte er ein gutes Crossfire noch gehabt. Hätte er ein bisschen gammeln können auf einen Spot. Ja, schade. Damit steht es 4 zu 2 für die Remagener. Auch für Onkel Knatter. Der jetzt eingeschaltet hat, ein guter Freund des Streams und des Teams. 16 zu 10 gegen die erste Map für die Osnabrücker auf Mirage aus und jetzt versucht man auf Vertigo diesen das 2 zu 0 über die Zeit zu bringen. Und Jules nur noch die den Seitengang abgeaimt, wusste, dass Madi da noch für die AK geiern kommt. Für ihn natürlich auch schwierig auf der T-Seite mit der AWP Impact zu gewinnen. Ist, finde ich, eine sehr schwierige Map, um mit der AWP da was zu machen. Und Satex hat hier einen richtig geilen Move. Und nimmt dadurch Vogel und Jules raus. Und damit ist es das 5 zu 2 für die Remanger, die ausgewechselt in meinen Augen spielen. Ja, die scheinen auf Vertigo sich wohler zu fühlen als auf Mirage. Ja. Ja, wird deutlich stärker zusammengespielt. Obwohl die Smokes nicht sitzen, sitzen die Frags diesmal. Sitzen auf jeden Fall. Und das, was man befürchtet hatte, ist bisher auch eingetroffen. Vogel kommt nicht so richtig an im Spiel. Der scheint auch ein wenig kalt zu sein. Darf man mit einem Game nochmal austauschen? Glaube ja. Bei einem Technical, glaube ich. Alles klar. Ah, der wohnt nicht weit von mir entfernt. Ich könnte mal kurz einen Stecker ziehen. Ja, das ist klar. Denn ab 15x wird man nicht im Spiel sehen. Wobei aktuell auch bei Freshy und Freddy der Stecker gezogen werden könnte. Oh. Ja, man kommt nicht so richtig auf diese ins Spiel rein, auf diese Map.
An B gab es bisher jetzt auch noch keinen koordinierten Execute. Man hat immer nur ja, die Entries da holen können und hat dann eigentlich immer auf A versucht zu landen. Ja, aber da sind die CTs mittlerweile stark im Rampe verteidigen. Also die genau. Gehen da stark gegen mittlerweile. Nicht mehr so ein leichter Frag. Man hat hier aktuell kein Gegenmittel. Ja, im Klatsch. Ich weiß nicht, wie viel Jules Vertigo noch geübt hat allein. Ob der noch eine Chance hat. Ja, nicht so aus. Genau. Ja, war die. Macht er auch gut. Abgezockt. Und damit steht es 6 zu 2. Man. Ja, ich hoffe, dass auf jeden Fall noch ein paar Runden jetzt an die Osnabrücker gehen. Denn sonst wird es eine ziemlich schwierige. Es ist eine CT-Map. In meinen Augen zumindest. Ja, auf jeden Fall auch. Und aber dennoch sollte man ein paar Runden auf jeden Fall holen auf T-Seite. Sonst wird es eine extrem schwierige CT-Seite, die extrem wenig Fehler. Hermann direkt ins Game von Friend gejumpt. Der erste Frag liegt. Ja. Ich hoffe, jetzt wird langsam ausgespielt. Utility abgewartet. Man hat extrem viel Utility, das sollte man noch ausnutzen. Ja, man könnte einen guten Argo auch starten gleich. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Smokes im Hirn vorhanden sind. Ja, es wird jetzt hier jeder Winkel sorgfältig gecleared. Keine Fehler machen, die werden tödlich. Ja, das ist ein bisschen das Motto des Abends, glaube ich. Ja. Ben schnappt sich die Bombe, es geht Richtung A. Boah. Vogel macht in der Mitte jetzt hier den Entry. Und damit hat er die Rotations. Das heißt, jetzt schnell Argon. Es können höchstens zwei Leute drauf sein. Schöner Molotov von Flashy, der zwingt Muddin dazu, seine Position zu ändern. Und Vogel kommt von hinten und das wird Muddin nicht auf dem Schirm haben. Das hat er nicht auf dem Schirm. Ach, der schöne 2K hier. Elegant. Und genau dafür wurde er eingewechselt. Wie eine Gazelle hüpft er da durch die Mitte. Wie eine Schlange, er hat sich durchgewieselt durch die Verteidigung des Gegners. Ja. Er ist einfach animalisch auch. Er ist ein Tier. Ein Monster. Und Harry ist der letzte Spieler der Remagner. Ja, ist auf jeden Fall extrem wichtig, dass die T's jetzt mal. Und Vogel ist schon auf der Spur. Er riecht ihn. Er riecht die Angst. Er schnuppert. Er hat die Fährte aufgenommen. Ah. Aber Harry nimmt ihn raus. Da hat Harry einmal in der Ecke gepupst und dann hat Vogel die geworfen. Ja. Gecheckt. Und überlebt sogar mit seiner AK. Cash hat der Harry, sein Team nicht so. Aber er kann legen. Kann für jeden einmal. Drop AK, please. Kalash. Drop Kalash. Ja, da wird auf jeden Fall nochmal gut reingekauft. Da sollte es genug Utility geben. Außer bei Hermann S. Ja, also eigentlich hätte Harry die AK legen können. Oder auch noch eine AK kaufen können. Schöner Frag von Vogel. Ja. Und noch eine gute Nate hinterher. Boah, schöne Nate. Ist auch. Die Mitte gehört ihm. Das ist sein Revier. Ja. Fred macht sich langsam wieder Richtung A-Rampe. Die CT ist diesmal nicht so viel Bock. Rampe wird eher allein gelassen, dafür Mitte 2. Und B, der CT-B-Anker schleicht sich vor, aber Nikita mit einem Entry-Track auf A und das jetzt macht das jetzt extrem schnell. Weißt du, woher man steht? Los, A-Side. Geht ohne Backup einfach mal rum. Ja, aber dafür ist auch bekannt, einfach gnadenlos zu sein. Wild. Non-predictable. Und die Bombe kann gelegt werden. 5 gegen 2. Auch da bietet es sich eigentlich nur an, das was man hat, damit zufrieden zu sein und zu speichern. Ja, und so möchte ich das sehen. Schön einfach auf den Kopf gehen, ohne viel Schnickschnack, mit deinem Team rumziehen. Dann wenn da zwei Frags liegen, dann kommt dann auch mal. Vogel hat wieder hier die Fährte aufgenommen. Harry, der ist wirklich sehr, sehr greedy unterwegs. Er weiß auch, wann gut ist. Ein erfahrener Spieler, er weiß, wann gut ist. Er geht zurück. 16, 19 AP. Das reicht ihm. Ja, da werden jetzt nochmal die Mates vorgeschickt. Da wird sie nochmal reingeflasht. Ja. Die wollen natürlich auch, dass die Waffen rauskommen. Latex 2. Und Harry holt noch den dritten. Eure Runde für die T's. Und im Chat wurde nachgefragt, ob dieser Vogel eigentlich Single sei. Wir haben uns auch auf die Fahne geschrieben, eine Kontakt- und Single-Börse zu sein. Und wo wollen wir gerecht werden? Ist er, ja. Auch wenn man es nicht meinen mag.
Also ihr könnt gerne in die DMs leiden, wie man heutzutage sagt. Ja. Da frage ich mich, wo das herkommt, ob er zu besitzergreifend ist, zu männlich, zu aggressiv. Ja, das ist er. Das ist er. Er ist ein Alpha-Männchen. Er ist ein Alpha-Männchen. Glaube ich auch. Genauso wie Nikita ein Alpha-Headshotter ist. Madden tot, A-Side offen. Ich hoffe, der Call kommt jetzt schnell wieder committen, so wie letzte Runde. Es lief super, es soll nochmal super laufen. Ja, mein S holt nochmal ein bisschen Zeit durch die Flash raus. Aber Jules ist schon ziemlich weit vorangeschritten. Weiß, wo Javadi steht. Sagen. Er spielt mit dem Abgrund. Ja, er spielt mit dem Feuer. Ren spielt mit Harry, aber gewinnt das Spiel nicht. Und Nikita hat da den Lauf gesehen. Schöner Track. Gut gesprayt. Was macht der eigentlich für ein gutes Spiel heute? Die zweite Map ist jetzt fast noch besser als die erste. Der ist drin, der Junge. Der ist drin, wirklich. Der lebt. Der hat so viel gespielt in den letzten Tagen, dass seine Maus in seiner Hand verwachsen ist. Der kann gar nicht anders. Eigentlich wischt er sich gerade den Arsch ab und macht dabei einfach nur noch Headshots. Also da bekommt das Wort der Grind eigentlich schon eine ganz andere Bedeutung, wenn... Es ist nicht der Grind, sondern es ist der Nikita, der hier stattfindet. Ja. 100 Stunden in 2 Wochen Apex plus Counter-Strike. Das ist Dedication pur. Also mehr als Pissen und Schlafen geht da einfach runter. Ja, gesundheitsschädigend wahrscheinlich, aber auch teamfördernd. Und leistungsstärkend. Da präsentiert ihr Fremd eine Flash. Auch ein sehr guter Teamplayer. Flash ist auch am Start. Er muss nicht immer vorgehen, er kann, aber er lässt auch den anderen Spotlight. Ja. Vogel nimmt allein die Mitte ein. Die CDs haben sich da auch schon ganz von entfernt. Die haben keinen Bock mehr. Freddy hier auch wieder mit einem Molotov-Tutorial. Madin muckt sich jetzt aber nochmal ab. Oh, Nikita, schön. Und Harry nimmt Freddy raus. Fremd nimmt Harry raus, Entschuldigung. Und Madin ist der Letzte. Hat aber kein gutes Timing. Ja, warte jetzt der letzte CT, der in der Mitte den Lurk von Vogel erwartet. Gegner sehen war gestern, Gegner schießen ist heute. Das ist Nikitas Motto. Ja. Und Java Dabadi. B runter. Rennt. Oh, Beine hinter den Ohren. Versucht sie noch zu verstecken. Der Diegel. Kein Hit mehr. Und der letzte Spieler, der E-Magner. Fällt ebenfalls. Ja, 6-6, das ist ein schönes Comeback hier für die Osnabrücker, die sich in den letzten 4 Runden von ihrer besseren Seite präsentiert haben. Ja, dann hoffen wir mal, dass es so weitergeht. Vielleicht hat man jetzt die ein oder andere Taktik gefunden, um die Defensive der Cetis zu durchbrechen. Schwachstelle in den letzten Runden, ganz klar A-Side. Ja. Das ist man bisher immer durchgekommen. Verworfener Molly. Fällt jetzt einfach auf. Das wird direkt bestraft durch einen aggressiven Rampe-Push. Währenddessen versucht Vogel die Mitte zu clearen und wird diesmal von Javadi bestraft. Und wir haben eine 3 gegen 3 Situation, wobei die B-Side jetzt für die T's bereits offen ist. Und die Bombe wird gelegt. Ja, wird die Zeit auch willkommen geheißen. Das ist ein Pre-Plant. Gute Afterplan-Position stehen. Man hat noch einen Molotov, 2 Nades. Definitiv genug Damage da. Nikita möchte gar nicht darauf warten. Seinen 16. Frag. Geht der vor. Junge ist heute eine Maschine. Wird aber jetzt von Satex rausgenommen. Kann auch mal einen landen. Aber der haut direkt ab. Er weiß, dass er keine Chance mehr hat. Flashy und Fremd haben die Side fest im Griff. Und auch das Geld sieht nicht mehr so gut aus auf der CT-Seite. Da möchte er wahrscheinlich die nächste Runde noch versuchen mit seiner Hero M4. Ja. Obwohl sowohl Satex und Harry ziemlich oft schon gespeichert haben. Hat jeweils 5 und 7 Deaths. Ja. Mit dem Loser-Bonus kann man noch eine Pistol Kevlar rausholen. Ja. Oder eben Chance, ohne Utility und M4 und Mini-Kevlar. Ja, aber ich glaube, dass das ein Fehler wäre. Also zumindest die A-Holes, die wurden immer durch Modus und sonstiges gehalten. Also wenn da die T's sich reinsmoken, kann man schlecht durchgehen, einfach so. Wo kommt die ganze Utility her? Da habe ich mich wohl verrechnet. Ach nee, wir haben eine MP9, 2 für Mass und schwaches Kevlar. Ja, genau. Okay. Und auch nur ein Molotov, ja.
Schwierig. Schwierig, man kann jetzt erstmal A so ein bisschen delayen, indem man aggressiv Smoke wirft. Nikita versucht an B sein Unwesen zu treiben, ist im Duell mit Harry hier. Man wirft sich gegenseitig mit Nades ab, auf längerer Distanz. Und Vogel verliert das Duell gegen Hermann S. Und Fremd hat rechts einen Winkel auf Martin. Flashy hier mit einem Frack Richtung Rampe auf, gegen Satex. Nikita lurkt sich vor und macht Harry weg. Und damit sind sich die CDs nicht mehr sicher. Aber es sieht alles danach aus, als ob es Richtung A gehen würde. Ja, Sven, also Jesus muss jetzt callen, Nikita muss jetzt callen, dass B offen ist. Oh, Martin hat hier noch einen Lurk, aber Jules hat's auch auf dem Schirm. Oder man geht einfach A. Oder man geht einfach A. Na gut. So, nachdem die CTs sehr heiß gestartet sind, hat das Momentum nun die Seite gewechselt. Und oh, Jules geht hier aufs Knife. Macht er doch nicht. Boah. Aber er gibt das Brett im Drive-By. Und damit gehen wir in die letzte Runde der ersten Hälfte. Mit 8 zu 6 für die Osnabrücker, die ja eigentlich nur noch 3 Runden abgeben wollen, damit sie die Remagner einstellig halten. Ich glaube, jetzt fange ich direkt an zu jinxen, ein 9 zu 6 in der Halbzeit. Ja. Jules hat hier Latex Timing. Wird refraked. Jules vor mit Hermann. Er weiß, los, wo Hermann ist. Er weiß, wo Hermann ist. Gibt ihm auch direkt. Und das nutzt er. Und damit weiß er, dass A-Side offen ist. Die Bombe ist leider in der Zeit weggefragt worden. Aber er kann noch ein bisschen Raum gewinnen. Oder? Liegt nur unten. Nikita. Oh, Nikita wird gelesen hier. Von Javadi. Gelesen und gestempelt ab nach Hause. Ja. Damit ist Jules in einer 1 gegen 2 Situation gegen Javadi und Harry, die beide noch full AP sind. Er ist nur an der AWP unterwegs. Bombe gespottet, aber ich glaube, sie haben noch nicht auf dem Schirm, dass er B drauf ist und ein Fight. Harry. Oh, Harry. Ihn irgendwie noch schade. Mitbekommt er. Och, wo sind die Runden hin? 8 zu 7. Gucken wir einmal kurz aufs Scoreboard. Wieder hier mit einem starken Spiel. Ebenfalls Jules oben im Scoreboard angesiedelt. Vogel nach unseren Lobeshymnen hat sich so ein bisschen nach unten verabschiedet. Konnte in der Mitte auch bei seinem Lurk-Versuch das ein oder andere Mal nicht wirklich kapital. Ja, aber auch wenn die nicht immer Kills gebracht haben, haben die oft diese Ablenkung gebracht. Nikita in der Zeit wird fast überrannt, schafft es noch nicht und wird jetzt unterstützt. Da sind eigentlich schon alle CTs versammelt. Ja, da muss Wadi gegen 4 Leute facen. Nikita mit dem Frag an Hermann und damit ist es ein 4 gegen 2. 4 gegen 1. Und den Frag kriegt man auch. Starker 3K von Vogel. Und den, ganz ehrlich, den Diffuse hat er sich verdient. Ja. Hol dir den MVP. Aus der USPS hat er sich sein Maschinengewehr gebastelt und weggeklickt links und rechts. Das sollte illegal sein. Ja, der vom Spielbetrieb ausgeschlossene Klausi Deluxe meldet sich jetzt auch im Chat. Grüße gehen raus an Kabel Deutschland. Die teilen wir natürlich und danken uns für die tatkräftige Unterstützung. Ja, da zeigt Friend, wie es geht. Die Smoke. Wie gut, die hat er geübt. Oh, viele Steps auf Rampe. Geht aber Rush sehr schnell gecallt. Die Rampe hoch. Rush ist called, Jules ist auch schon da, die Hotel ist da. Man ist schon zu dritt an Zeit. Aber wir werden nicht mehr dahin. Boah, da kann man aber viel Damage verteilen. Guter Molo auf jeden Fall. Plant ist denied. Dashi macht dafür einen Kill über der Smoke. Und nicht mit dem Backstep. Ah. Kann den ersten nehmen. Harry ist low HP. Die Runde ist immer noch offen. Beide T's auf weniger als 20 HP. Oh, Jules im 1-on-1. Weiß er, dass Harry low HP hat? Das weiß er. Eigentlich. Ja.
Boah, schön. Das Weißer sehr schön gespielt. Gut, das sah erstmal sehr sicher aus für die CTs, aber dann sind nach und nach ein paar Kills gefallen, die nicht fallen durften. Hat keiner gesehen, wa? Hat sich Jules aber noch schön zurechtgeklatscht am Ende. Auch starker Damage auf jeden Fall von Nikita und denen wahrscheinlich noch ein bisschen knapper geworden wäre. Aber eine Runde ist eine Runde. 10-7. Und die Ts. Zwar mit einem. Mit Firepower, aber wenig Utility, gehen in einen Fullball. Ja. Auch kleines Kepner nur bei Harry. Das ist ein schlechter Molotov von Flashy. Ja, wird aber auch bisher noch nicht bestraft. Mates werden hier klein geschrieben im Matchup. Aber nicht diese Flash auf jeden Fall. Schöner Versuch. Wäre fast ein Kill geworden. Boah. Ah, da geht man aggressiv in der Mitte vor auf Info. Konnte ein, eventuell sogar zwei Spieler. Boah, die Mitte gehört dem Vogel. Ja, da der kommt die Nate. Der erwartet noch den zweiten Spieler. Das ist sein Revier. Das markiert er hier. Das kann durchkommen in der Mitte. Absolut keine Sorge für ihn. Ja, und das ist die Runde. Stark vom Vogel gesichert. Der 2K, ja. Mehr läuft nicht. Martin ist bekannt. Ja, und Hermann muss jetzt echt was reißen, wenn er das noch gewinnen möchte. Ja. Die Bombe liegt auch. Martin glaubt, dass ist paranoid schon, glaubt, dass hinter ihm jemand sein könnte. Hermann holt Jules raus, hab ich gehört. Flashy gibt ihm noch einen sneaky One-Tap im Pre-Fire um die Ecke. Ja. Ja. Hermann kann wieder umdrehen. Und Friend. Der nutzt das direkt aus. Bin erst mit. Damit ist nur noch Martin übrig. Und der ist aber unterwegs Richtung B-Side. Könnte den Plant sogar noch schaffen. Ich glaube nicht. Nee. Geht das auch nicht schon. Wer wartet auf ihn? Der Top-Fragger, der Osnabrücker, der gute Nikita. Und damit steht es 11-7. Ja. Was muss Remagen jetzt machen? Ganz ehrlich, das in der Mitte eben ging gar nicht. Also im Two-on-One da verlieren, das war absolut schwierig. Da hätte man schneller auf Vogel committen müssen. Oder es ganz lassen sein. Also. Ja. Man muss ein bisschen mehr, ich glaube, ein bisschen mehr Power zeigen. Ein bisschen mehr Mut. Derweil übernimmt das Osnabrücker-Team hier komplett die Rampe-Kontrolle. Sorgt dafür, dass die T's so ein bisschen eingeengt werden. Und RAC eSports versucht das, was sie am Anfang auf Mirage versucht haben. Erstmal up-aimen. Die CDs sind confident, wir lassen die jetzt reinrennen. Aber genau das tun sie nicht. Was auch Vertigo natürlich ein bisschen schwieriger ist als CT, finde ich, die Aggression. Ja, durchaus. Boah, ja, warte. Oh, der Body! Schön Frack hier. Da war der Regips nicht dick genug. Nee. Boah, Harry auch hier. Nimmt Nikita mit. Aber wird durch Vogel getradet. Gott sei Dank. Die Butter nicht vom Boden nehmen lässt. Aber jetzt wird in der Mitte Aggression. Ist gecallt. Ja. Und die Flash ist gut. Die Flash ist sehr gut für ihn selber sogar. Und ist wird durch die Wand nochmal ein bisschen durchgebangert. Hat Info und wird leider jetzt mal rausgenommen. Gibt ihm aber noch 95 Meter. Oh, Javadi ist ein sneaky Player. Das macht er jetzt auch ganz gut. Ja, jetzt wird die Bühne frei. Bühne frei für Vogel. Zeig uns, was du kannst. Wir drücken ihm die Daumen. Es ist schaffbar. Er hat zwei Flashes und eine Smoke. Und Martin ist ziemlich low. Wenig HP hat er auch noch. Nimm den ersten raus. Rausgeholt. On one gegen Martin. Weiß er, dass der low ist. Starke Flash. Das könnte der sein. Oh, was? Nein. Vielleicht hätte er da einfach versuchen müssen, durch die Smoke zu pushen. Das ist aber auch interessant, dass man. Das waren ja nur noch zwei Hits, ein Headshot und danach ein Buddy-Hit. Also, ja. Er hatte ihn gar nicht auf dem Schirm eigentlich. Und hat auch nicht auf dem Schirm, dass er jetzt keinen Kevlar gekauft hat, weil er so perplex ist. Okay. Gut, ist doch noch nach. Weil er so perplex ist, dass das noch reinging. Hätte eigentlich nicht sein dürfen. Also, wer da daneben gesprayt hat. Schwierig. Oh, ja, war die mit einem schönen Entry hier Richtung B. Jules fällt da. Man.
Wechselt auch so ein bisschen jetzt das Setup. Nikita spielt jetzt nicht mehr an. Wobei, der wurde auch schon rausgenommen, Entschuldigung. Ja, B wurden zwei starke Frags gemacht am Anfang. Ja. Ja, und jetzt Trent versucht sich T-Base durchzusneaken, wird aber von Flashy von Yabadi durch die Smoke ein Headshot. Und Vogel wieder alleine. Geht auf Exit Frags. Wir sehen, ob er noch einen Sneak gekriegt. Ja, aber die ist low, läuft ihm in die Arme. Wird auch direkt weggefragt, aber beim Wechsel zur AK kriegt man den besseren Shot. Jo, es wird nochmal spannend. 9 zu 11. Wenig Kohle auf Seiten der Osnabrücker und auch bisher kaum ein Gegenmittel. Warning an B, fallen die Entry Frags leider viel zu schnell. Man hat auf jeden Fall den Utility- und Waffenvorteil auf Remagener Seite. Man spielt es sehr, sehr langsam. Jetzt hat er in der Mitte jetzt hier Satex gespottet. Und der Bus könnte gut sein, aber Nikita. Ja, aber die hat, meine ich, auch 50 AP. Das ist eine interessante Angehensweise, den mit 50 AP loszuschicken. Ja. Aber Nikita, ein bisschen overcommitted da auf Harry. Gibt ihm einen Kopf. Und Hermann flasht sich. Das geht Richtung Mitte. Da war Flashy und Jules. Jules nimmt den ersten raus. Hermann S. kann Flashy zwar töten. Aber wird gerefragt und Friend. Ja. Steht sicher als Anker auf A, nimmt Martin raus, Harry 19 AP, gegen 3, schwierig, aber mit der AK machbar. Geht in die Mitte rein, die Mitte wird gerade nicht gedeckt, nicht aktiv zumindest. Ja, machbar ist, glaube ich, das falsche Wort, es wäre schon ein kleines Wunder. Ja, im Bereich des Möglichen. Ja, aber eher im Bereich des Unwahrscheinlichen. Und ja, man hält die T's jetzt auf Abstand. Bin ich auch gut. Das macht unser schwaches Herz heute nicht mehr mit. Und dann möchte ich mal nochmal kurz an das Ziel von Osnabrück erinnern. Hauptsache nicht beistellen. Ja. Also für die Osnabrücker jetzt schon eine vorzeitige Round. Boah, Flashy hat durch die Wand. Und ist was die eigenen. Gute Hits schön. Kommen die und ja. Die raus. Es wird aber auch von Vardy immer noch wieder reingefaced in den Spray. Ja, man erst wird Jules nicht auf dem Schirm haben. Super Position. Ja. Und Vogel unterstützt noch nicht. Refrag ist aber leider nicht möglich. Nikita hat aber einen schönen Headshot-Angle da auf Harry. Geht auch den Fight nochmal ein, das erwartet Harry nicht. Ja, ist auch ein bisschen. War sehr, sehr, sehr. Kann er machen, weil er sehr selbstbewusst ist. Ja. Am heutigen Abend. Aber ich glaube, genau dadurch gewinnt er solche Dälle und genau dadurch wird er noch selbstbewusst. Das ist bei ihm ein. Reinsteigern. Sehr, ja. Sehr ballsy. Flashy hat die Mitte, hat Info, fällt zurück. Sehr smarter Move. Ja. Nichts anbrennen lassen. Vogel übernimmt jetzt auch die Mitte. Martin schleicht sich. Oh, Nikita ist jetzt aber bekannt und wird wahrscheinlich von Martin gespottet und geholt. Damit fällt die B-Side. Die Flash hat ihn verraten. Bombe kann gelegt werden. Oh, der Mann, oh, das ist ein guter Mollo. Aber dafür ist er bekannt jetzt. Ja. Nimmt aber den ersten raus. Den Spiel Impact. Ja, Magazin leer. Da ist das Magazin da leer. Ja, das macht das Ganze jetzt natürlich noch ein leichter. Sehr schön, auch gut. Der Monitor holt noch mal ein bisschen Zeit raus. Und frisch gespielt. Gute Smoke, die da Smoke kam zum Support. Ja. Ja. Und damit steht es 13 zu 9. Bus geht locker durch. Das ist mal auf der Zielgeraden. Einfach nur durchziehen und dann ist zweistellig auch nicht mehr drin. Ja, in den sicheren Hafen einfahren. Ohne dass man nochmal vor den Bug geschossen wird. Den das sollte jetzt die Devise sein. Bei 300 Metern. Und einfach mal die Füße hochlegen dann. Ja, danach kann man sich in den
Eis erwartet einen Feierabend begeben. Oh, Flashy hört alles auf Rampe. Alles, ja. Die alles. Trampeln wie die Elefanten. Rotation findet schon statt. Beide B-Spieler rotieren. Der Zoo ist offen. Flashy lässt sich leider wegfragen. Jules ja. Aber wieder mit einer sehr guten Rotation. Damit ist wieder 4 und 4. Nikita im Wechselton mit der P90 seine Signatur. Das haben wir gestern auch schon öfters mal gesehen, dass es sich auch mal für die unkonventionellen Plays nicht zu schade ist und mit der P90 versucht sein Unwesen zu treiben. Jetzt im 3 gegen 3. Retake. Oh, Vogel fällt da gegen Harry. Damit wird es schon ziemlich schwierig. Jetzt müssen wir Headshots poppen. Aber Fred macht den ersten. Zweiten. Ob der. Und ob das. Und das haben wir schon mal. Oh, oh. Das kennen wir doch eigentlich irgendwoher. Das kennen wir irgendwoher. Wie kann man so reinlacken? Ja, Flashy hier mit einem toxischen Kommentar. Der klang auch schon ein bisschen schwitzig, oder irre ich mich da? Bisschen aus der Puste. Ja, das kann sehr gut sein. Glaub, wir distanzieren uns natürlich von jeglichen Kommentaren des Spieler. Ja. Wir sind zwar leicht parteiisch, aber. Aber zum Kommentieren sind wir da, das kann keiner mal. Der Motto auch noch ein bisschen. Ja, man hat hier eine Full bei so viele Fracks, die man holen kann. Ja, schöner Kill von Nikita, noch ein bisschen verunsichern. Deswegen können die Gegner jetzt nicht A drauf rennen, sondern müssen auch. Ich hoffe einfach, dass Vogel seinen Taser benutzen kann. Er hat auch gutes Timing, wenn er jetzt rumziehen würde. Ja. Bring! Sehr schön. Nimmt den ersten. Vogel, erster Kill. Den zweiten schafft er nicht. Der war verendet. Der war verendet. Das kennt man sonst. Aber die Runde ist nach wie vor offen. Ja, Vardy und Zatek sind die beiden einzigen der Ts, die noch. Ja, die Runde für sich holen. Das hat Nikita gehört. Sehr guter Kill. Der erste wird geholt und damit ist es gegen Zatex. Delayed Zatex. Und den hört man auch. Sehr schöne Runde. Ist der nicht wüsste? Ja. Sehr gut geholt noch, sehr gut. Und das war eine Eco. Das war eine Schweine-Eco. Dafür regnet jetzt Geld, schau mal. 3 AKs gesaved, jeder über 5k. Ja, und dann schauen wir einfach mal auf das Geld der Ts. Da sehen wir, da wird auf jeden Fall nicht gekauft werden. Ja, es ist jetzt eine Auszeit. Man überlegt, was man machen könnte. Aber ich denke, da werden wir eventuell einen Half-Buy sehen mit ein paar Pistols, SMGs und ein Kevlar und ein paar Flashes. Mehr auf gar keinen Fall. Es sei denn, Runde 14, die sagen, okay, wir committen komplett. Und spielen auf den Win. So oder so wird es schwierig, hier nochmal ranzukommen. Ja, vor allem, wenn sich die CTs jetzt einfach wieder einen Gang runterschalten und bewusst werden, dass sie diese Runde nur noch defensiv halten müssen. Ja. Die Gegner haben keine gute Util, irgendein Go zu starten, irgendwas zu machen. Die werden nur auf Picks gehen können. Gegner kommen lassen. Aber die nicht zweite Auszeit wird genommen. Ja, da wünscht auch der gute Vogel nochmal Have Fun und Good Luck in Liga und Real Life. Der ist einfach ein sehr freundlicher und herzlicher Mensch. Er ist ein fairer Spieler. Ein Allrounder. Extrem fairer Spieler. Ja, und einfach eine tolle Person, ehrlich gesagt. Wenn man mit dem zusammen im Team ist, dann wird man nicht traurig. Auch wenn man verliert. Was nicht passiert mit ihm im Team. Ja. Aber wenn man verlieren würde, weiß man ist gut aufgehoben. Der macht auch seine Mates auch immer besser einfach. Auch in diesem Zusammenhang mit Vogel ist toxisches Verhalten einfach ein Fremdwort. Definitiv. Das ist ein Oxymoron, sagt man das so? Ja, also so eine Art Paradox. Ein Satz, der sich selbst nicht, keinen Sinn ergibt in sich selbst. Ja. Heißt deutsche LK. Gut, wir gehen in die 25. Runde. Jules öffnet diese Runde mit einem schönen AWP-Schuss. Und das, was eben auch für die CTs, für die Rehmagner geklappt hat, aggressiv die B-Rampe zu bespielen, funktioniert auch für die Osnabrücker. Ja, und mit den zwei Leuten, die da alleine A-Rampe halten können, mit diesem Boost, kann man auch ein bisschen mehr Attention auf B setzen. Vogel lässt sich leider rausnehmen in der Mitte von Javadi. Das war stark gemoved, aber nicht stark geschossen. Und deswegen wird A offen gelassen, aber trotzdem wird ein CT-Rotierer Richtung B gelassen. Ja. Man möchte Jules nicht allzu allein lassen, vor allem weil jetzt der Commit kommt.
Bulls aimt weiter rein. Ist nicht komisch, dass ein Kill macht. Macht auch ein Kill auf Harry. Ja, und die Tiers sind eingeschlafen. Das war's. Die erste Smoke liegt. Jetzt können wir nichts mehr machen. Würde ich mir jetzt hat man noch eine, jetzt hat man noch eine Minute, da irgendwie was zu zaubern. Man geht über den Connector Richtung B. Ob der gedeckt wird, der Smoke Move? Nikita, der nimmt den ersten auf dem Schirm. Ist auf dem Schirm. Fantastisch. Ja. War die in der Mitte gefangen. Jetzt einfach kommen lassen. Der hat gutes Timing. Overextended. Für Flashy. Aber Frent hat einen guten Winkel, glaube ich, auf ihn. Frent hat. Ja, der Winkel ist nicht so toll. Und damit ist die Runde wieder komplett offen. Die Bombe wird an A gelegt durch Madin. Kita und Jules. Mit Jules ist alles möglich. Ned trifft ihn. Den Ned verfehlt ihn. Um Haaresbreite. Kita, Info auf Javadi. Und Madin müsste auch bekannt sein durch diesen Ned. Aber die Bombe liegt schlecht in den CTs. Schon wieder der Move, der Vogel schon das Leben gekostet hat vor ein paar Runden. Ja. Da drauf zu hüpfen ist nicht so smart. Jules verzieht sich, das wird ihm zu heiß. Irgendwie schafft man es auch noch, die Runde zu throwen. Ja, und damit sind die Ts nicht nur zweistellig, sondern können sich auf jeden Fall nochmal ranarbeiten. Und damit tut die letzte Runde umso mehr weh. Das war echt nicht so stark. Ah, das waren 4 gegen 2, das aufgegeben wurde. Ja, und man hatte ja sogar Informationen darüber, dass die Mitte auf Seiten der Ts kontrolliert wird. Ja, verstehe ich mich. Also es wurden ja auch 2 Spieler auf B gelassen, glaube ich. Wir haben starker Schuss von Jules. Ja. Die Runde ist letzte. Zählt, Jules kriegt guten Damage ab, rennt weg und kommt gerade noch davon. Ja. Im blauen Auge, kann man sagen, bei nur noch 13 HP. Ja. Ah. Hoffentlich kann das Auge noch gut sehen. Er muss nämlich noch weiter Frag setzen mit der Arbe. Hätte noch ein zweites. Ja, und dann ist wieder Stillstand. Es wird auf Frags gewartet. Keiner möchte den Schritt zu weit gehen. Bedrückend still. Gutes Setup hier in der Mitte auch. Frend kann für Vogel beten. Der Molotov ist ein bisschen gefailed. Ich glaube, der sollte da clearen. Ja, diese Sandbags da, oder wie die Position auch immer heißt. Ja, weiß ich auch nicht. Boost nicht, das muss er ja gar nicht boosten. Ja. Metallkiste. Der zweite. Und der liegt ganz woanders. Ja, aber dabei, die macht einen Drive Pre-Fire Jules. Der hatte sowieso schon Low AP, sonst wäre es wahrscheinlich anders ausgegangen. Möglicherweise. Killt Hermann in der Mitte. Die Mitte ist clear, das wird gecallt. Nikita Bombe wird kann gelegt werden. Gelegt. Und Frend geht einfach schon mal vor. Der möchte die T's nicht erst Positionen eingehen lassen. Zweiten raus. Sehr schön. Flashy macht Sartex. Gut. Das war gut gespielt. Sehr, sehr gut. Wollen wir noch mal ein bisschen finden, den Metalldetektor raussuchen. Aber schön die T's nicht zur Ruhe kommen lassen, wenn die Planten nicht abwarten, bis sie fertig sind. In dem Moment haben die noch eine Person weniger zum Schießen und das muss man ausnutzen. Schön gemacht. Ja. Kann ich nur unterschreiben und dann steht es 11 zu 15, beziehungsweise aus Sicht des Heimteams 15 zu 11. Man hat jetzt 4 Runden Zeit, um das Schiff in den sicheren Hafen gehen zu lassen. Ja, wenn wir uns dabei anschauen, man sieht perfekt, einmal Duels. Nikita? Die Duel-Berettas. Er hat halt 2 Waffen auf einmal. Das könnte ihm zum Vorteil sein. Nikita raus, aber Vogel macht es wieder wett. Jules macht es wieder wett. Vogel aber auch schon close. Jules macht den nächsten weg. Harry ist weg. Vogel stark gemoved, war leider blind. Flashy. Flashy nimmt Satex raus. Flashy ist spotted Money. Wichtiger. Und wird Dever gelegt. Und damit ist es ja, das. Ja, Mann, auf geht's. GG. Boah, da hören wir nochmal die Emotionen von Flashy. Ja. Da ist der Dampf abgelassen. Der wollte auch einfach, dass die Map endlich vorbei ist. Die ja, GWP. Vor allem mit den 2 HP, ey. Der Kessel, der war auch schon kurz vorm Überkochen. Ja, Kai, also. Stabil. Guter Sieg am Ende noch. Der Anfang war ein bisschen zapprig. Aber. Immerhin ein Sieg ist ein Sieg. Zwar kein großer Rundenvorteil, aber.
Ja, fragt am Ende keiner mehr nach, wie das Spiel gewonnen werden konnte, sondern nur, dass es gewonnen werden konnte, ist wichtig. Ja, war insgesamt auch wieder eine geschlossene Mannschaftsleistung. Nikita auf Vertigo hat mir sehr gut gefallen. Auf CT-Seite hatte Jules auch seine AWP, sein Schätzchen am Start und konnte dadurch auch einige aggressive Peaks Runden eröffnen. Ja, hat mir ganz gut gefallen, muss ich sagen. Jedoch muss man sagen, dass auch eigentlich, ja, es war mehr oder weniger auch reingepackelt. Ohne großartige Ghosts. Ja, definitiv. Ein paar Runden wurden freiwillig abgegeben von den Osnabrückern auch. Da schien die Kommunikation zwischendurch ein bisschen zu stottern. Ja. Ich weiß nicht, ob es an Telekom liegt oder sonst wem. Aber nichts, woran man nicht arbeiten kann. Jetzt die Frage, ist es möglich, dass eventuell nochmal einer von den Boys hochkommt für einen Kommentar zum Spiel? Ja. Soll ich mal eben runtergehen und fragen? Ja, ja. Hören wir nochmal kurz die Stimmen. User left your channel. War ja doch schon ein sehr emotionales Spiel, wie man am Ende in der Stimme von Flashy hören konnte. Hallo. Ja, hallo, Freddy. Na? Ja. Wir haben heute ein Osnabrücker-Gesicht gesehen, das mit einigen Schrammen davon gekommen ist, aber du meinst, sich vor allem den Start von Vertigo. Ja, vor allen Dingen den Start. Mit einem blauen Auge davon gekommen, wobei das ja doch am Ende des Tages nie irgendwie den Eindruck gemacht hat, dass ihr das Spiel verlieren würdet. Wie siehst du das Spiel? Wir können ja mal mit Vertigo anfangen. Ja, Vertigo war halt, wir mussten ja leider Jan austauschen. Internetproblem und der ist natürlich Vertigo-Veteran, genauso wie Vauni, der ja gerade im Chat ist, auf der Bank haben. Der Vertigo-Veteran ist und da fehlten uns einfach unsere beiden Ingame-Leader für Vertigo. Ja, und wie habt ihr das Ganze dann lösen können? Ja, einfach defensiv und Default gespielt. Ja. Und dann geguckt, dann haben sie sich ja meistens irgendwo reingefeedet oder wir konnten dann doch irgendwo einen Frag setzen. Aber am Anfang war es halt ein bisschen chaotisch, weil wir Sachen machen wollten, die wir vorher sonst gespielt haben. Aber dann fehlt halt immer irgendeine Flash oder eine Smoke und dann... Wurde es schwierig, die Runde irgendwie zu eröffnen. Ja, genau. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, ja komm, wir pimmeln einfach ab, warten, bis die was machen. Und das haben sie auch meistens getan. Oder wie gesagt, wir haben dann zu dritt irgendwo einen Frag gekriegt und konnten da hin und her schieben. Ja. Wie war die Stimmung im Team? Man hat jetzt das ein oder andere toxische Wort von Flashy zum Beispiel gehört. Hat er aber nur für den Cast gemacht. Okay, dann bedanken wir uns an dieser Stelle für die paar, für die salzigen Bemerkungen. Die sind das Salz in der Suppe. Casts. Ja, ja. Ja, und wie würdest du Mirage einschätzen? Was lief da teilweise schief? Ja, da habe ich leider nicht so den Überblick über das Team gehabt, weil da habe ich selbst zu sehr gestruggelt. Ja, ja, eine Map, die wir kurzem schon mal gesehen haben, die nicht wirklich gut. Gegen Hamburg aber auch, ne? Da muss natürlich auch ein anderes Kaliber, muss ja auch dazu. Na klar, sein. Ja, mag vielleicht ein anderes Kaliber gewesen sein, aber auch da wurde. Ja, da hat es manchmal ein bisschen an der Koordination, vielleicht auch an den Absprachen gefehlt. Safe, Mirage haben wir ja auch nie gespielt, wirklich. Und die Prax, oder das eine Prax, weiß ich gar nicht, wo Mirage gespielt worden ist, war ich zum Beispiel nicht dabei, also. Ja. Leider ja. Auch nicht. Wie schätzt du denn insgesamt euren Map-Pool ein mit den. Die Insta-Buns, die ihr habt, das sind ja, glaube ich, das 2 und Train, soweit ich weiß. Ja, das kommt immer drauf an, wer mitspielt. Wir haben jetzt Insta, das 2 und Train gebannt, weil das Map-Picks waren von RC eSport. Okay. Und wir gesagt haben, okay, ganz ehrlich, dann nehmen wir euch die einfach weg, weil überall anders sind wir confident. Ja. Nuke haben wir mal rüber hereingeguckt und ja. Wie hat man denn drauf reagiert? Wir hatten zum Beispiel auch Train Main, also wir hätten auch Train gespielt, wenn die dabei wären. Wenn Lukas dabei gewesen wäre, hätten wir vielleicht auch das 2 drin gelassen. So kommt es halt immer aus Lineup an. Also ich würde sagen, unser Map-Pool ist breit aufgestellt. Ja, wie hat man denn drauf reagiert, als da von den Gegnern der Bann Richtung Overpass und Inferno kam? Ja, das war ja abzusehen, oder? Ja, das musst du mir ja sagen. Inferno-Bann war auf jeden Fall wieder abzusehen, so keine Ahnung. Dann haben sie, weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, weil auf einmal standen sie da und mussten dann am Ende zwischen Nuke und Vertigo entscheiden und das hat ihnen, glaube ich, beides nicht gefallen. Nee, also solange sie sich auch Zeit gelassen haben und so, waren sie so, oh, was haben wir denn jetzt gemacht? Ja. Also uns war das Latte, wir können alles. Sind, wie gesagt, jetzt sehr breit aufgestellt mittlerweile und es ist nicht mehr so, dass wir alles Insta wegbannen müssen und davor Angst haben. Ja, das ist auf jeden Fall die Stärke eures Kaders.
Ja, wie geht jetzt die Reise weiter? Was ist geplant? Steht in der nächsten Woche ein Spiel an? Ja, ja, nächste gegen Woche wen? Gibt's noch mal das letzte Spiel gegen Tessa, Team E-Sport St. Augustin. Das muss dann aber auch ein richtiges Rundengejage sein. Also da kann man nochmal den Runden, Rundendifferenz. Ja, aber wir haben ja nachgeguckt, Rundendifferenz ist ja zweitrangig. Wichtig ist halt eigentlich, dass Hamburg jetzt noch eine Map abgibt. Aber ob das noch passiert, weiß ich nicht, weil die spielen auch noch gegen die RAC-Jungs, gegen die wir jetzt gespielt haben. Ja. Und spielen gegen HSGL noch, die sind Siebter aktuell. Also weiß ich jetzt nicht, ob Hamburg da noch eine Map abgibt. Also denke ich mal, dass wir am Ende leider nur Zweiter werden. Ja, es ist Uniliga, da kann alles passieren. Das sowieso, klar. Weißt ja auch, wie der spielt und so, und dann geht das ja. Ja. Gibt es noch irgendwelche Fragen von euch? An den Team-Captain der Osnabrücker? Oder du meinst den Chat? Ja, nee, ich meine vor allen Dingen meine Kommentatoren-Kollegen. Nee, soweit eigentlich nicht. Also ich habe jetzt gerade noch mal kurz die Tabelle offen von Tournament. Ich habe sie auch reingeschickt. Schau gerade mal, Chat. Das können jetzt auch die Leute im... nur im Chat sehen, sondern im Stream? Nee. Prima auch, im Stream sehe ich zumindest noch nichts bei dir. Doch, kommt jetzt. Das ist ja 66 Sekunden Delay drin, warum auch immer. Das ist erst im Laufe des Spiels aufgefallen. Kriminell. Aber eigentlich brauchst du das ja gar nicht. Nee, ich hatte gestern waren es auch 10 Sekunden. Warum es heute 66 sind, kann ich dir nicht sagen. Ich habe nämlich nichts umgestellt. Naja. Ja. OBS lässt also, grüßen. Kleine Satanist. Ja, da schaut man, dass sie momentan eben immer noch auf Platz 1 steht, zusammen mit den Hafensängern. Das wird sich ja dann, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich im Laufe der Woche dann noch ändern. Ja, oder aber zum... jetzt gerade sind wir ja mit 2 Punkten vor den Hafensängern sogar. Genau, ja, dann zum Ende der Season gehe ich mal von aus, wenn ihr schon sagt, dass die Hafensänger wahrscheinlich nicht mehr abgeben werden. Ja, dann schauen wir nochmal kurz, gegen wen es euch nochmal geht. ERC wurde gewonnen. Nächstes Team wird dann St. Augustin sein, die befinden sich momentan auf dem 9. Platz, konnten leider bisher noch keinen Sieg, sondern nur einen Unentschieden einfahren. Auch da darf man gespannt sein, was dort gespielt wird. Vielleicht sieht man mal ein paar Maps, die gespielt werden. Also Tessa ist Vertigo Main, da müssen wir uns jetzt in der Woche noch überlegen, ob wir Vertigo gegen die dann auch spielen wollen, ob wir uns confident enough fühlen auf der Map oder ob wir sagen, ach, wenn das deren Map-Pick ist, dann machen wir den halt weg. Ist auch egal. Ja. Können wir uns noch überlegen. Ja, liegt ja auch immer dran, mit welchem Lineup ihr dann ins Rennen geht. Genau, ja. Seid ihr auch sehr breit aufgestellt, genauso wie im Madpool. Ansonsten, wie gesagt, hat ja, wie du gerade schon gesagt hast, hat Tessa jetzt nicht so viele Runden geholt und nicht so viele Maps geholt. Weil man Unentschieden erkämpft. Ja, genau. Ja, mal sehen. Man muss sich auf jeden Fall nicht verstecken. Genau. Dann sehen wir uns halt auf jeden Fall in den Playoffs. Ja. Playoffs-Termine sind tatsächlich auch schon raus. Das war doch am 23. Januar, wenn ich mich irre, oder die Richtung? Am 14. im Kopf, aber ich bin mir gerade auch nicht sicher. Nein, ich meine, es war nach dem 18. auf jeden Fall. Irgendwas. Ich habe gerade schon Discord geöffnet. Ankündigung. Zweite Liga und erste Liga Relegation. 23. und 24. Erster. Ah ja, gut. Da wird nämlich vorher sehr stark gebootcampt. Ich würde sagen, ein, zwei Wochen vorher fangen wir an. Jeden Tag 10 Stunden. Da muss Mirage auf den Schlaf gehen. Ja, na klar. Genau, das könnt ihr euch dann schon mal eintragen. Januar, das ist dann das Wochenende, das vierte Wochenende im Januar, da der Januar 5 Wochenenden hat. 23., 24., Samstag, Sonntag, tragt euch das ein. Ich denke, auch dazu wird es wieder einen Cast geben, wenn das alles passt. Das hoffe ich doch. Und wir freuen uns erstmal auf die nächste Woche. Unser Abschlussspiel, ja. Genau. Da freue ich mich auch drauf. Und ich würde mich für meinen Teil nun verabschieden. Alles klar. War mir wieder mal eine Ehre. Auch von meiner Seite. Auch von mir. Danke für den Gastplatz hier. Ja, ich wollte euch jetzt noch sagen, da wir jetzt hier fertig sind, können wir jetzt noch weitergehen zum OSGG Weihnachtsfeierstream. Da werde ich uns jetzt noch hinraiden, wenn du den Stream beendest und dann... Jo. Also bleibt gerne auf dem Stream. Auch da bekommt ihr absoluten Content geliefert. Ich schaue gerade mal eben, was momentan gespielt wird. Super Smash Bros. Sie hatten ein so ist es, genau. Mario Kart Turnier, das ist bereits beendet und jetzt ist da Smash Bros.
Also wenn ihr Bock auf guten Content habt, bleibt dran. Folgt gerne auch diesem Channel, Friend. Auch hier werden regelmäßig CS-Games gestreamt und gecastet. Immer wenn der andere Kanal besetzt ist. So sieht's nämlich aus. Lasst gerne ein Follow da und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Wiedersehen. Und later. Tschüss. Ciao.